So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Live-Trading heute mit Tickmill. Ich muss jetzt mal kurz hier schauen. Gibt es hier nicht die Möglichkeit, den Monitor einzustellen? Einen Augenblick. Ah, oh, Elena, könntest du mal auf die Teilnehmer kurz gehen? Und genau, perfekt. Da ist er nämlich. So, jetzt haben wir hier auch gleich den Chart. Das ist nicht ganz optimal, denn wir müssen ganz wichtig vorher. Bevor wir starten, müssen wir nicht den Disclaimer durchgehen. So, jetzt fange ich nochmal ganz offiziell an. Also, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Live-Trading heute hier mit Tickmill gemeinsam zur Markteröffnung. Und wir haben, ja, wir haben dank Donald Trump oder einer Ankündigung des Weißen Hauses über Nacht, ich glaube, eine relativ gute Chance, dass heute es ein bisschen volatiler wird. Der DAX zeigt sich überraschend, möchte man sagen. Über Nacht wurden nämlich neue Importzölle auf chinesische Waren verhangen, nochmal in Höhe von 200 Milliarden US-Dollar zu den bereits bestehenden. Und jetzt ist das Interessante, über Nacht, wenn man sich den Kursverlauf anschaut, dann habt ihr festgestellt, dass offensichtlich die asiatischen Märkte zunächst einmal unter Druck geraten sind. Aber der DAX, der konnte sich davon, oder beziehungsweise erstmal die asiatischen Märkte selbst, aber auch der DAX ist mittlerweile, er kann sich davon komplett erholen. Und das ist für mich ein relativ klar bullisches Zeichen, möchte ich schon fast sagen. Ich glaube, die Chance ist relativ gut, dass da heute eine ernsthafte Attacke auf den Bereich um 12.130 Punkte stattfindet. Wir haben auch bereits übrigens eine Long-Position. Werden jetzt gleich mal schauen, ob wir noch eine zweite einpflegen, ausgehend nämlich hier von der Strategie, die ich jetzt gleich im Folgenden noch vorstellen werde, ein Open-Range Breakout. Und bevor wir allerdings starten wollen, wie gesagt, ganz wichtig, erstmal der Risikohinweis. Ja, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man eben mit dem Live-Trading beginnt, sollte man seine finanziellen Umstände, die Risikoneigung, Erfahrungsstand und auch Handelsziele sorgfältig prüfen. Ganz wichtig im Zusammenhang mit dem Live-Trading natürlich, die folgenden Inhalte stellen keine Aufforderung zum Handeln dar. Das heißt, sie dienen ausschließlich informellen Zwecken sowie der Veranschaulichung und entsprechend Weiterbildung. Das gilt natürlich auch dann, wenn ich jetzt hier einen Trade absetze. Das, was wir machen, ist übrigens nicht irgendwie Platzpatronen schießen oder sowas, sondern das ist reales Geld. Das ist reales, echtes Trading, was wir hier machen. Und nichtsdestotrotz ist es eben so, dass das. Oh, okay, der Ton ist etwas abgehackt. Ich versuche dann mal mit der Maus nicht ganz so aggressiv hier im Bild rumzufahren. Ja, das könnte nämlich sein, das nennt sich Voice-over-IP und das könnte damit zusammenhängen. Der Ton müsste jetzt, glaube ich, gerade relativ smooth laufen. So, also nochmal, wie gesagt, wenn ich hier Trades mache oder sonst was, dann ist das, wie gesagt, real, aber nichtsdestotrotz etwas, was man bitte trotzdem nur als Beispiel oder Veranschaulichung sieht und nicht als Anlageempfehlung oder dergleichen eben entsprechend versteht. So, das ist etwas über mich. Darüber machen wir uns später mal ein bisschen Gedanken vielleicht. Zu den Strategieparametern kommen wir gleich nochmal in schriftlicher Form. Wir wollen zunächst einmal hier jetzt gerade die Order platzieren, und zwar der Open Range Breakout. Zack. So. Ist eine Long Order. Ja. Wir kaufen einen Kontrakt. Ich werde auch gleich genau erklären, warum, wieso ein Kontrakt, wo jetzt gerade die gestrichelten Linien herkommen. Da sieht man noch eine zweite gestrichelte Linie, die ist von einem Trade von heute früh, der bereits eröffnet wurde. Man sieht auch an der reduzierten Positionsgröße hier, dass offensichtlich der Stop dort ein bisschen weiter liegt. Das ist ein rein statistischer, volatilitätsbasierter Stop. Das ist ein anderer Handelsansatz. Der ist nicht der gleiche, den ich jetzt hier gleich vorstelle, dieser Open Range Breakout. Und ergänzend hierzu wird es auch nochmal eine Strategie geben. Da müssen wir uns allerdings noch ungefähr eine Stunde gedulden. Da wird dann im Laufe dieser nächsten Minuten hier, also im Laufe der nächsten Stunde, wird es so sein, dass da noch eine zweite Order hier reingespielt wird, die ich jetzt zum Beispiel nicht eingeben werde. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe im Hintergrund einen sogenannten VPS laufen, einen Virtual Private Server. Und dort habe ich einen Expert Advisor laufen, in dem Fall auf den europäischen Yen. Und da wird das Signal dann entsprechend automatisch generiert. Das heißt also, die Order, die wird auf diesem Virtual Private Server, wird die in den Markt gegeben und dann taucht die natürlich in allen angeschlossenen MetaTrader-Plattformen entsprechend auf und wird dann hier entsprechend noch mit eingepflegt. Das heißt also, die wird man dann zunächst hier unten sehen können und falls sie getriggert wird, dann sehen wir die hier oben als aktive Order. Im Euro-japanischen Yen oder generell auch in allen japanischen Yen-Crosses sowieso eine sehr interessante Situation. Da haben wir morgen früh, also es sind noch 24 Stunden, Pi mal Daumen ungefähr, dann haben wir die Leitzinsentscheidung der japanischen Notenbank. Da ist eigentlich nicht besonders viel Spektakuläres zu erwarten. Interessanterweise ist der japanische Yen sehr, sehr schwach. Also die Range, von der wir dort im Euro-Yen dann sprechen, auf die wir, wie gesagt, explizit nochmal und separat eingehen wollen, die ist relativ breit. Also da werden wir auch mit einer verhältnismäßig kleinen Positionsgröße arbeiten. Gestern, das Beispiel werde ich dann gleich mal nutzen, gestern ist der Euro-Yen-Trade zum Beispiel wunderbar aufgegangen.
Und ja, in dem Zusammenhang, wie gesagt, bietet sich das natürlich sehr, sehr gerne dann auch an, hier zum Thema zu machen. Aber bevor wir über Yen sprechen, wollen wir uns jetzt zunächst einmal hier auf den DAX fokussieren und auf das gleich vorzustellende Setup. Wir sehen gerade übrigens, die Order ist jetzt noch nicht gefüllt worden. Also das ist ein klassischer sogenannter Breakout-Ansatz. Der arbeitet hier, das erkennt man jetzt leider nicht so gut, aber ich zoome einfach mal kurz in den Chart hinein. Der arbeitet hier mit offensichtlich einem Hoch und einem Tief aus einem vorher festgelegten Zeitintervall. Also das sind diese dünnen roten Linien. Da sieht man auch diese gestrichelte Linie, die geht über in diese durchgezogene Linie. Das ist das bis dato Tagestief, das Tief dieser Range. Und da liegt unser Stop, gesetzt im Fall, dass unser Long Order hier gefüllt wird, die eingegangen wird, sollten wir hier neue Tageshochs eben entsprechend markieren. Das ist also diese leicht grün gestrichelte Linie, die man hier erkennen kann. So, diese Range ergibt sich aus dem Hoch und aus dem Tief zwischen 8 bis 9:05 Uhr. Also das heißt, wir haben jetzt hier 9:08 Uhr und das bedeutet etwas anders formuliert. Man hat dann gerade gesehen, dass ich als diese Kerze, die jetzt hier gerade noch aktiv ist, das ist eine 5-Minuten-Kerze, als die aufgegangen ist, habe ich erst die Order in den Markt gegeben. Die Frage, die sich natürlich jetzt in diesem Zusammenhang jetzt stellen wird, ist, warum 9:05 Uhr? Das habe ich schon diverse Male erzählt, aber ich will es an der Stelle nochmal zum Thema machen. Also 9:05 Uhr deswegen, weil um 9 Uhr der Xetra-Handel beginnt. Und nun ist es halt so, dass wir, und das kann man eigentlich auch relativ gut, vielleicht dann gehen wir mal ganz runter auf die 1-Minuten-Basis, was nicht so dramatisch ist heute, aber vielleicht doch ein bisschen erkennbar zumindest. Also das ist die 9-Uhr-Kerze. Was man eben doch erkennen kann, ist, an dem Fall sind es Ausschläge auf der Unterseite. Genauso treten die aber auch nicht selten auf der Oberseite auf. Es ist so, dass wir mit dem ganzen Volumen, was dort um 9 Uhr zum Spothandel an Xetra eben in den Markt kommt, dass es erratischen Ausschlägen sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite eben entsprechend kommt. Und diese erratischen Ausschläge, die möchte ich halt versuchen rauszufiltern. Und deswegen gebe ich dem Markt einfach 5 Minuten, um sich so ein bisschen nach der Xetra-Eröffnung auszukeksen, sag ich mal, und gebe dann entsprechend die Order in den Markt. Es gibt auch Open-Range-Ansätze zum Beispiel, die arbeiten mit einem Zeitfenster zwischen 8 bis 9 Uhr zum Beispiel. Ja, warum 8 Uhr? Das ist auch ganz wichtig zu erwähnen. Wir können ja hier erkennen zum Beispiel, dass über Nacht bei Tickmill dann in diesem Fall ebenfalls der DAX taxiert wird. Also das gibt eine sogenannte Overnight-Indikation. Das ist allerdings eine reine Indikation, denn der Referenzmarkt, nämlich der Future DAX, der ist nur geöffnet von 8 bis 22 Uhr. Das heißt, alles, was ab 22:01 Uhr stattfindet, bis 7:59 Uhr, ist rein indikativ. Warum werden solche Kurse gestellt? Das hat ganz tatsächlich einfache Gründe, nämlich die Liquiditätsanbieter, also externe Liquiditätsanbieter in diesem Fall, die Tickmill hier nutzt, die haben auf diesem Weg natürlich die Möglichkeit, dann entsprechend auf diese Kurse zu intervenieren, sollte es zu starken Ausschlägen kommen, und werden dann in diesem Moment nicht von irgendwelchen Overnight Gaps überrascht beispielsweise. Das ist einerseits für die Liquiditätsanbieter also sehr, sehr günstig. Auf der Kehrseite ist es auch ausgehend von der Nachfrage vieler Kunden, die das über die Jahre immer wieder gefordert haben. Also ist das ja nicht so, dass Tickmill der einzige Broker ist, der so etwas anbietet. Und es ist tatsächlich dann so gewesen, dass eben einige Kunden gesagt haben, wir möchten gerne gegen Übernacht-Gaps, Overnight-Gaps, möchten wir gerne abgesichert sein. Ich kann dazu zum Beispiel auch mal eine Geschichte von mir erzählen. Ich hatte eine Position über den Brexit tatsächlich. Das war eine Long-Position. Und die hatte ich schon vorher aufgebaut gehabt. Ich kann mich da sehr, sehr gut dran erinnern, weil das ein ziemlich profitabler Trade für mich tatsächlich war. Ich habe nämlich, also der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch dran, es gab eine Woche vor dem Brexit-Votum 2016, da gab es einen Mord an einer Brexit-Gegnerin, einer Politikerin aus Großbritannien. Das war, ich weiß gar nicht, ob es eine Messerattacke war, das jetzt auch tatsächlich Brexit initiiert war, lässt sich im Nachhinein, glaube ich, nur noch schwer rekonstruieren, weil der Mann, um den es dort ging in Großbritannien, der war wohl auch geistig etwas labil. So wurde das zumindest in den Medien kolportiert. So, Fakt ist aber auf jeden Fall einmal, dass das dazu geführt hat, dass eben dann Spekulationen über diese letzte Woche vor dem Brexit-Votum eben massiv in den Keller gegangen sind, dass es jetzt tatsächlich zum Brexit-Votum kommt. Weil für die Menschen oder die Marktspekulanten, also Marktteilnehmer, war es eben so, dass man gesagt hat, das kann man eigentlich nicht machen. Also man hat bereits vorweggenommen, antizipiert, dass es hier ein Nein zum Brexit eben tatsächlich gibt.
Und ich habe in diesem Zusammenhang einen ziemlich guten Einstieg in den Trade erwischt, der eigentlich auf eine Intraday-Basis abzielte. Also das ist eine Position, die ich halt auf Intraday-Basis bin ich eingegangen. Und dann habe ich gemerkt, dass der Markt richtig angefangen hat, Momentum aufzunehmen. Also das hieß etwas anders formuliert, der hat für diesen Tag schon alleine, wo ich die Position eingegangen bin, hat er einen 200-Punkte-Reversal hingelegt. Und das ist eigentlich normalerweise ein sehr, sehr starkes Signal. Also das heißt, im Tief wurde der bei X gehandelt und hat dann ausgehend von diesem X 200 Punkte höher geschlossen. Und das war ein ziemlich, ziemlich starkes Signal. Und ich habe diese Position dann, man sagt, migriert. Das heißt, ich habe sie weiter gehalten. Und das Momentum, was dort der Markt aufgenommen hat, wir schauen vielleicht gleich mal im Daily Chart, ob wir das noch irgendwie zusammenbekommen. Kannst du eigentlich jetzt mal ganz kurz machen. Kurz schauen. 2016. Moment. Ne, 14 sind wir, das ist ein bisschen weit. 2016. Hier war Trump. Hier, da passt doch. Ist doch super. Das war hier. Das war so in diesem Bereich. Da habe ich den Entry erwischt. Und da kann man eben hier ungefähr in dieser Gefilde ungefähr habe ich damals den Einstieg erwischt. Und dann sieht man eben diese Rallye, zum einen auch dieses Reversal, von dem ich gerade sprach, also diese Kerze selber hier, sehr, sehr hoch geschlossen. Und ich habe tatsächlich diese fast die gesamte Aufwärtsbewegung hier, das waren 700, 800 Punkte, habe ich eine Long-Position gehalten. Also es war jetzt keine Riesenposition, aber es war immer noch sehr, sehr attraktiv eben tatsächlich. Und worauf ich hinaus wollte, ist Folgendes. Und zwar habe ich diese Position über den Brexit gehalten, weil ich habe nämlich dann die folgende Überlegung gehabt, dass ich mir gesagt habe, das Interessante ist ja jetzt, wenn die jetzt doch mit Nein stimmen, ja, dann ist immer noch so ein kleines bisschen Aufwärtspotenzial von denen gegeben, die jetzt hier darauf spekuliert haben, dass eben tatsächlich es zu einem Ja beim Brexit kommt. Oder beziehungsweise, nee, Moment. Andersrum, die darauf spekuliert haben, dass es eben keinen Brexit geben sollte. Und habe dann in diesem Zusammenhang diese Position einfach gehalten. Und dann ist eben der Super GAU erfolgt und der Brexit wurde tatsächlich abgestimmt. Also das heißt, es gab dann dieses Ja zum Brexit. Und jetzt, warum ich das zum Thema mache, ist folgender. Nämlich, ich habe dort eben die Position gehalten, wohl wissend, dass ich über Nacht auf jeden Fall Kurse gestellt bekomme von den Liquiditätsanbietern. Und das wiederum hat dann dazu geführt, dass ich hier keinerlei Risiko hatte, in irgendeiner Form in ein Gap zu laufen. Das war das eine Mal, was perfekt illustriert hat, warum das eine ganz, ganz interessante Geschichte eigentlich ist, so eine Übernachtindikation eben tatsächlich zu haben. Es hat allerdings auch so ein bisschen Vor- und es hat auch aber noch Nachteile. Zum Beispiel, dass dadurch natürlich Indikatoren verzerren. Also zum Beispiel hier der EMA jetzt in diesem Zusammenhang, den wir nutzen als Trendfilter zum Beispiel. Da kann es durchaus mal vorkommen. Das hatte ich jetzt im Webinar letzte Woche Dienstag auch mal gehabt, diesen Fall, dass eben tatsächlich der Markt in dem Zeitfenster, wenn ich ihn von 8 bis 22 Uhr rechne, dass der dann oberhalb des EMAs tradet, aber durch die Übernachtindikation eben plötzlich unterhalb. Und dadurch werden natürlich bestimmte Trading-Signale an der einen oder anderen Stelle eben nicht generiert. Das kommt nicht oft vor, aber es kommt eben vor. Und das ist eben dann durchaus ein Nachteil. Gut, lange Rede, kurzer Sinn auf jeden Fall. Hier kann man diesen kleinen Push auf der Unterseite eben entsprechend sehen und von dem haben wir uns jetzt gut erholt und wir sehen auch, dass da keine weiteren Attacken auf der Unterseite hier stattfinden. Also jetzt orientieren wir uns auch wieder in Richtung der Tageshochs. Wir hatten also die Range zwischen 8 bis 9:05 Uhr. 9:05 Uhr als Filter, diese 5 Minuten zusätzlich, die wir da drauf geben wollen, weil wir einfach hier sagen, wir wollen nicht durch eine erratische Bewegung auf der Ober- oder Unterseite eben in den Trade hineingeholt werden, hineingezogen werden. Wir haben also das Hoch und das Tief. Dann nutzen wir diese blaufarbene Linie, eben diesen EMA 50 ist es an dieser Stelle auf 5-Minuten-Basis, nutzen wir als sogenannten Trendfilter. Das heißt, handeln wir drüber, handeln wir nur Ausbrüche auf der Long-Seite, handeln wir drunter, handeln wir nur Ausbrüche auf der Short-Seite. Ich formuliere es mal ein bisschen um. Aktuell ist es offensichtlich, dass wir drüber handeln, deswegen handeln wir auch nur die Long-Seite. Aber mal angenommen, wir würden jetzt hier plötzlich 50 Punkte auf der Unterseite verlieren, durch was auch immer jetzt gerade im Ticker läuft oder einfach eine Imbalance im Orderbuch, was auch immer. Der Markt würde jetzt hier sofort abrutschen und runterfallen. Dann würde zum Beispiel mit einer Limit-Order gearbeitet. Also ich mache mal kurz Folgendes. Ich zeichne das mal ein, damit man sich das noch besser vorstellen kann. Einen Augenblick. Ich schneide mal eben diesen Chart hier aus. So. Also, nimm mal einen roten Stift. Mal angenommen, wir würden jetzt hier so einen Push sehen. Dann haben wir aber offensichtlich oberhalb des EMAs getradet. Und jetzt ist es eben dann so, dass jetzt, nachdem wir hier unterhalb des EMAs die Kerze schließen, dass wir dann eine Sell Limit Order in den Markt allerdings geben, weil wir ja offensichtlich aus der Range schon bereits ausgebrochen sind. Das heißt, unsere Limit Order wird dann hier auf diesem Niveau platziert und so würden wir uns dann entsprechend
Short positionieren und auf diesem entsprechenden Kursverlauf eben spekulieren. Das ist übrigens auch relevant, weil ich das gleich im Zusammenhang mit dem Euro-Yen-Trade von gestern nochmal als besseres illustrierendes Beispiel zeigen werde. Da haben wir zum Beispiel mit dem Buy-Limit gearbeitet. Da sind wir aus der Range, also wir haben Sell-Stop im Markt gehabt, dann ist der Trade eben durch diese Meldung, glaube ich, dass Macron, ich weiß es bis jetzt nicht genau, was Macron war, aber Macron sagt, es ist eigentlich absolut indiskutabel, dass wir hier auf jeden Fall eine Lösung hinsichtlich des Brexit finden werden müssen. Und das hat dazu geführt, dass der Euro kurzzeitig bullisch reagiert hat. Was ich daran schwierig finde, ist, Britisch Pfund hat gar nicht darauf reagiert. Der DAX hat wiederum bullisch reagiert. Also das ist ein bisschen schwierig, das auf Macron zurückzuführen, aber nehmen wir ihn gerne als Grund. Und infolgedessen kam es eben zu einem Push im Euro-japanischen Yen auf der Oberseite, der uns aus der Range nach oben raus befördert hat, während wir aber noch eine Sell-Stop-Order im Markt hatten. Und dann mussten wir in der Folgekerze eben entsprechend ein Buy-Limit auf den Einstiegskurs setzen. Was wir getan haben, ist abgeholt worden und dann ist der Markt von dort aber nochmal in Richtung des initialen Momentums auf der Oberseite gelaufen. Gut, also und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also wir haben die Range 8 bis 9:05 Uhr. Das sind die zwei rotfarbenen Linien hier, diese horizontalen Linien. Wir legen unseren Buy-Stop, weil wir oberhalb dieses 50er EMAs auf 5-Minuten-Basis legen wir unseren Buy-Stop auf das Tageshoch. Stop hier auf das Niveau, das untere Ende dieser Range, also in dem Fall das ist das Tagestief auch entsprechend. Diese Parameter sind, ich schreibe sie auf, in schriftlicher Form. So, und ich arbeite jetzt auch mal ganz bewusst mit Word, weil ich glaube nämlich, dass es mit dem Editor zwar eine ganz charmante Herangehensweise ist und da ich auch weiß genau, was ich da reinschreibe, kann ich damit arbeiten. Aber für jemanden, der jetzt außen zuguckt oder sich die Aufzeichnung anschaut oder sowas, der wird wahrscheinlich auch sagen, es ist ein bisschen klein. Und hier kann man einfach besser arbeiten. Also, DAX Open Range Breakout Szenario, Entry Long ist die 12.101, Stop ist die 12.065. Damit haben wir ein Risiko von 36 Punkten. Und jetzt muss ich kurz gucken. Risiko. Ist ja komisch, warum wird das unterstrichen? Okay, macht das so standardmäßig. Okay. Ziel 72 Punkte. Warum 72? Da kommen wir gleich drauf. Die addieren wir oben drauf auf die Range. Da sind wir bei 12.173. Dann haben wir eine Chance von 72 Punkten und erhalten ein CAV von 2:1. Es könnte sogar sein, sollte wirklich dieser Verlauf so aufgehen, was ich mir natürlich für uns alle hier wünsche, dass ich dieses Ziel auf der Oberseite rausnehme. Und ich will auch gleich zeigen, warum. Das kann man auf der Stunde sehen. Also wir arbeiten auf der 5-Minuten-Ebene. Auf der Stunde, das ist unser direkter Dominator, habe ich den Chart mal sehr, sehr stark zusammengestaucht. Und hier können wir sehen, da oben ist eine ganz wichtige Widerstandsregion, 12.130 Punkte. Und dieser Bereich, sollte der rausgenommen werden, glaube ich, ist gut, nochmal ordentlich Nachfrage in den Markt zu geben, welche uns sogar bis in die Gefilde um 12.300 Punkte führen kann. Wie komme ich jetzt auf 12.300 Punkte? Warum nicht 12.200 Punkte? Denn das wäre ja erstmal auf einer kleineren Zeitebene durchaus ein anzuvisierendes Kursziel. Das hat damit zu tun, das habe ich hier schon vorbereitet. So, auf den Kalender kommen wir gleich, beziehungsweise wir können ihn jetzt mal kurz durchgehen. Zu finden auf der Webseite von tickmill.com. Hier über den Button Tools findet man da oben den Forex-Kalender. Das ist also ein Wirtschaftsdatenkalender. Wir sehen, Mario Draghi hier spricht jetzt gerade eben in, ich weiß gar nicht, wo er spricht, ich glaube Paris ist es. Ich bin mir nicht sicher, ob er da so viel Neues zu liefern hat, was nicht letzte Woche schon auf der EZB-Leitzinsentscheidung kommuniziert worden ist. Aber Fakt ist auf jeden Fall, grundsätzlich ist der Wirtschaftsdatenkalender sehr, sehr dünn. Also wir sehen hier News natürlich zum Beispiel aus Italien oder aus Spanien. Wir haben, glaube ich, das ist eine polnische Flagge. Ja, Polen. Wir haben hier Erzeugerpreise aus Polen zum Beispiel, die spielen natürlich für den DAX keine Rolle. Ne? Russische Zahlen, also es ist ein sehr umfangreicher Wirtschaftsdatenkalender. Fakt ist aber auf jeden Fall, das, was uns primär interessiert, Zahlen aus Europa, Zahlen aus den USA, sind heute Mangelware. So. Wir wollen aber hier mal ganz kurz drauf gehen auf den Verfall. Und in diesem Zusammenhang, der Verfall, wir haben am Freitag nämlich wieder großen Verfall an der Eurex. Und hier gibt es eine ganz interessante Konstellation. Das sind jetzt die sogenannten geschriebenen Calls, auf die werden wir gleich eingehen. So, ich lese gerade, dass der Ton sehr schlecht ist. Einen Moment. Ich muss mal eben jetzt hier gerade was schauen.
probiere mal kurz an meinem Ende. Es ist schon der zweite, der das schreibt, deswegen jetzt muss ich mal ganz kurz hier was gucken. Hallo, hallo. Also eigentlich sollte alles gut sein. Kann das noch jemand anders bestätigen, dass der Ton nicht gut ist? Ich schaue jetzt mal hier ganz kurz in den Audiobereich rein. Also hier ist eigentlich auch alles sauber. Okay, kurzen Augenblick. Einen Augenblick. So, ist es jetzt besser? So, kommt sofort ein Nein. Sehr gut. Kurze Frage, Feedback. Ich mache mal kurz den Chart aber wieder auf. Ich glaube, wir sind gerade getriggert worden auf der Long-Seite. Deswegen gehen wir mal kurz hier auf den Chart. Also da sehen wir, der Breakout ist jetzt gerade erfolgt. 12.100 Punkte. Mal schauen, ob wir Aufwärtsmomentum aufnehmen können. Ja, das wäre natürlich jetzt sehr wünschenswert. Das Brummen ist lauter. Es gibt Brummen. Okay. Okay. Jetzt bin ich gerade. Kurzen Augenblick. Ist es jetzt besser? Okay. Hört sich besser an. Okay, dann machen wir jetzt so weiter. Wenn nicht, dann würde ich gleich noch eine folgende Idee machen. Dann würde ich vielleicht das Headset absetzen und dann würde ich über den Monitor, also hier über den Laptop sprechen vielleicht. Also ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil ich hatte zwar gestern auch über YouTube ein paar Schwierigkeiten, habe dann aber noch was über GoToWebinar gemacht und da gab es keinerlei Schwierigkeiten. Deswegen, ich bin jetzt gerade so ein bisschen, ja, also wenn es ganz katastrophal schlecht wird, dann sage man. Ah, oh Moment, jetzt wollte ich mal ganz kurz. Okay. Ich probiere mal Folgendes. Einen Moment. Jetzt machen wir es nochmal anders. Während ich hier oben probiere, wie gesagt, verfolgt gerne den Chart weiter. Also der Breakout ist erfolgt. DAX kommt jetzt ins Laufen, der Trade. Folgendes Management übrigens. Sollten wir jetzt 36 Punkte für uns laufen. Da brauchen wir zwar noch 25 Punkte, aber die sind vielleicht ja zügig gemacht. Der DAX kommt ja so ein bisschen ins Laufen. Dann würden wir den Stop auf Break-Even nachziehen. Ja? Also wenn das Risiko, wenn ein R verdient ist, dann ziehe ich den Stop auf Break-Even nach. So, während ich hier spreche, einen Augenblick, mache ich jetzt Folgendes. Moment. So, jetzt, ich glaube, es ist jetzt nicht optimal, weil ich wie gesagt über den Laptop spreche, aber nichtsdestotrotz eventuell klarer. Jetzt ist es besser. Also, jetzt spreche ich wie gesagt gerade über den, also das Brummen ist auf jeden Fall weg. Also, ich glaube aber auf jeden Fall, dass wir hier so ein leichtes Echo haben könnten, weil wie gesagt, jetzt spreche ich nämlich einfach nur in den Laptop hinein. Das ist jetzt nicht die beste Lösung, aber wenigstens ist das Brummen weg. Ich kann mir vorstellen, dass das mit Sicherheit nicht angenehm ist, wenn man die ganze Zeit also dieses Brummen eben tatsächlich hat. Ja. Genau, also der Halt, der kommt jetzt dadurch, wie gesagt, weil ich in den Laptop spreche. Perfekt. Okay, dann machen wir das. Also Halt ist besser als Brummen. Sehr schön. Also wir sehen, der Trade läuft an. So, wir haben jetzt hier, wie viele Punkte verdient bis jetzt? Ich muss mal ganz kurz schauen. Ein Kontrakt, wir haben den auf der 997 gekriegt. Damit haben wir ein Risiko von, wie gesagt, 35 Punkten. Brauchen wir noch ein paar Punkte? 29, also 30 Punkte ist der Trade für uns gelaufen. Wir ziehen jetzt doch schon mal nach auf die 74. Das ist hier dieses kleine Tief, die 75. Da können wir auf jeden Fall nachziehen. So, einen Moment. Order ändern. Dann haben wir schon mal 10 Punkte weniger Risiko. Ich glaube, das ist auch legitim, den Stop-Loss dann nachzuziehen. Ja, also hier unter dieses Zwischentief. Und sobald wir jetzt nochmal 5 Punkte laufen, würde ich den Stop entsprechend auf Break-Even nachziehen. Das ist natürlich jetzt. Und das war ein bisschen übrigens, was mich heute früh auch.
so ein bisschen skeptisch gemacht hat, weil wir eben schon eine Long-Position haben, ne, hier mit diesem anderen Systemansatz. Wir sind jetzt natürlich sehr aggressiv DAX Long, ne? Das muss natürlich jetzt an der Stelle klar sein. Und das ist etwas, was auf jeden Fall zu berücksichtigen ist. Deswegen habe ich zum Beispiel auch das Risiko bei dieser Position leicht kleiner 1% gewählt. Also leicht kleiner, eigentlich relativ deutlich. Wir haben mit dem einen Kontrakt hier auf 35 Punkte eben tatsächlich ein Risiko von 0,6, 0,7% ungefähr. Nicht 1%. Und das ist eben dadurch begünstigt, dass wir eben mit einer anderen Position hier den DAX bereits eben schon entsprechend long sind. Und ich möchte an der Stelle einfach dann auch das berücksichtigen und entsprechend vermeiden, dass ich zu stark gehebelt dann den DAX eben entsprechend positioniert bin. Ja, tatsächlich, jetzt wird es langweilig, tatsächlich. Jetzt wird es tatsächlich langweilig, weil der Trade ist getriggert. Wir können jetzt nichts weiter machen, als einfach nur noch den Trade managen. Wie gesagt, uns fehlen da auf der Oberseite jetzt noch 5 Punkte. Wir haben uns doch schon 10 Punkte nachziehen können, weil zwischenzeitlich, und jetzt können wir den auch auf Break-Even ziehen mittlerweile sogar. So, kurz einen Augenblick. Also damit haben wir das Risiko schon mal raus. Ja, den ziehen wir jetzt nach auf 101. So. Und ich werde auch gleich nochmal was dazu berichten, warum diese Herangehensweise jetzt ein bisschen anders ist als tatsächlich die Linie, die in dem Dokument hier meinerseits beschrieben wird. Ja, ich will das hier nochmal kurz zeigen. Also, wir gehen nochmal kurz auf die Parameter ein des Trades. Also, wir müssen den Trade jetzt nicht beobachten. Also, das ist in der Tat nicht nötig, weil der kümmert sich jetzt um sich selbst. Wir haben es geschafft, den Trade einzugehen. Wir haben das Setup formuliert, ganz klar sauber. Und jetzt ist es eben entsprechend so, dass ich dann sage, jetzt muss ich erstmal das Risiko verdienen. Das wurde gerade verdient, Stop wird auch Break-Even gezogen. Und jetzt geht es einfach nur noch darum, bist du in der Lage, auf der Oberseite noch genügend Momentum aufzunehmen, mein Ziel zu erreichen? Beziehungsweise müssen wir mal schauen, vielleicht wollen wir gar nicht, dass er ins Ziel läuft, sondern wir wollen vielleicht spekulieren auf was anderes, nämlich auf eine Etablierung einer Intraday-Struktur. Jetzt weiß ich übrigens auch, ich bin gerade da, wo wir abgebrochen haben mit dem Ton, was dazwischen kam. Es gibt nämlich, wie gesagt, eine sehr interessante Konstellation aus dem Optionsbereich aktuell. Darauf gehen wir gleich dann ein. Das machen wir jetzt erstmal das Setup, dann kommen wir auf den Optionsbereich und dann schauen wir uns weiter den Trade eben entsprechend an. Also, Parameter des Trades. Ich habe jetzt den Vorteil als erstes erstmal identifiziert. Wir handeln oberhalb des 50er EMAs auf 5-Minuten-Basis. Wir handeln eben drüber, wir gehen long, wir handeln drunter, wir gehen short. So, wir haben heute drüber gehandelt. Das haben wir am praktischen Beispiel ja gesehen. Ergo handeln wir entsprechend die Long-Seite. Dann bestimmen wir die Handelsspanne. Das heißt, wir schauen uns an, wo lag das Hoch und wo lag das Tief im Bereich, im Zeitintervall zwischen 8 bis 9:05 Uhr. Und dann ist es so, dass wir den Bruch aus der Range, also aus diesem Hoch und Tief zwischen 8 bis 9:05 Uhr, in Richtung des in 1 identifizierten Vorteils handeln. Also sprich, wir handeln drüber, handeln wir entsprechend die Long-Seite und der Stop wurde bereits, wie wir es gesehen haben, eben unter dem Tief dieser identifizierten Handelsspanne platziert. Ich kann jetzt mittlerweile so genau sagen, das ist die 8-Uhr-Kerze, das ist nämlich das Tief gewesen der Kerze, also 12.065 Punkte. Und dann ist es so, da kommt nämlich dann jetzt das Take-Profit-Level her. Es gibt zwei Möglichkeiten. Und zwar die erste ist, dass wir mit einem festgelegten Take-Profit arbeiten. Darauf basiert übrigens dann auch der Backtest. Und das ist das Interessante, das Ergebnis, was wir jetzt hier gleich sehen, bei diesem Backtest, ist, also das hatte ich auch letzte Woche schon vorgestellt, das ist ein sogenannter Make-or-Break-Ansatz. Das heißt, was ich jetzt gerade gemacht habe mit dem Stop nachziehen, das trifft hier in diesem Backtest gar nicht zu. Das, was ich jetzt hier im Grunde genommen mache, ist, ich formuliere eine sogenannte Basisstrategie und dieses jetzt den Stop nachziehen, nachdem er ein für uns gelaufen ist, dieses Nachziehen des Stops, das ist eine sogenannte diskretionäre Intervention, so nenne ich das. Und das Ziel dieser ganzen Geschichte ist eben, dadurch den Handelsansatz nochmal ein Stück weit profitabler zu machen. Das heißt also, man sagt in mathematischer Form, sagt man dann, man versucht den Erwartungswert des Handels zu optimieren. Zweite Möglichkeit ist die, dass man eben mit einem Supertrend arbeitet auf 5-Minuten-Basis. Auch da ist das Ziel übrigens Erwartungswertoptimierung. Und dadurch, dass sich die Konstellation heute so darstellt, wie sie sich darstellt, eben ausgehend von dem großen Verfall, der dort am Freitag stattfindet, ist es so, dass ich sage,
Eventuell macht es Sinn, hier auf der Oberseite sogar den Take-Profit rauszunehmen und dann eher darauf zu spekulieren, dass es zu einer stark trendigen Bewegung deutlich über die 12.200er Marke kommt. Was natürlich sehr, sehr günstig wäre, ausgehend von der Tatsache, dass unser Take-Profit, wie wir gesehen haben, ja bei 12.170 liegt. Und wenn wir jetzt sagen wir mal nochmal 80, 90 Punkte vielleicht auf der Oberseite mehr draufpacken, nicht zwangsläufig übrigens die 12.300 überwinden können, aber diese 80, 90 Punkte eben mehr laufen, dann wäre das natürlich nochmal etwas, was zusätzlich zu unserem Handelsergebnis als, ich nenne es jetzt mal, Bonus hinzukommen würde, sollte sich der Trading so entwickeln. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Ich habe jetzt hier das grafische Beispiel, das ist die Short-Seite, will aber jetzt wieder auf den aktuellen Trade hier, auf den realen. Na gut, hat sich gerade erledigt mit der diskretionären Komponente. Ja, ist natürlich auch schön. Ja, gut, sorry. Ich hätte euch jetzt gerne natürlich den Idee, wir machen es gleich theoretisch. kommt wahrscheinlich auch nicht oft vor. Jetzt hat man Trade Tipper eingegangen, der ist ganz schnell, zack, zack, ist sein Ziel gelaufen. Und jetzt hört ihr mich gerade so ein bisschen seufzen, weil das nimmt mir jetzt so ein bisschen Möglichkeiten, euch Content zu präsentieren. Ich kann euch jetzt zwar einen Trade präsentieren, der ins Ziel gelaufen ist. Also wir sehen, wir schauen übrigens gerade mal, die Kontohistorie. Hier, unser Ziel lag bei 12.173. Und da 12.172.80 haben wir entsprechend die Ausführung bekommen. Also das ist dadurch jetzt begünstigt, das wird jetzt ein bisschen überraschend sein. Dadurch, dass wir jetzt hier in den Markt hineingestochen sind, in diese Marke, ist es so, dann wird die Order gefüllt, aber das Marktumfeld ist verhältnismäßig schnell. Also besonders, wenn eben solch eine stark überdehnte Kerze sich darstellt. Das deutet darauf hin, dass es ein relativ dünnes Marktumfeld ist. Und dann kann es eben kurzzeitig zu so einem Klack-Klack kommen. Also dass der Markt im Grunde genommen ein kurzes Ziel erreicht, dadurch, dass die Order, unser Take-Profit in den Markt läuft und dann just in dem Moment, wo sie ausgeführt wird, aber der Trade bedauerlicherweise 0,2 Punkte tiefer ausgeführt wird. Das Gleiche tritt aber auch auf der Oberseite aus. Also man könnte jetzt, wenn man, wie soll ich das nennen, garstig wäre, ja, könnte man jetzt sagen, naja, das ist negatives Slippage. Ich weiß nicht, ob ich das so bezeichnen würde, weil ich habe nämlich genauso viele, auch bei Tickmeldern an der Stelle, sehr, sehr viele positive Beispiele hinsichtlich sogenannter positiver Slippage. Da könnte ich jetzt x-mal, könnte ich das genauso aufzeigen. Und unterm Strich stehen wir sogar besser da, als wir eben jetzt in diesem Beispiel darstellen. Aber nur, um das ganz kurz nochmal zu versinnbildlichen, warum jetzt hier eben dort die 1,7280 gegen die 1,73 eben ist, das hat damit zu tun, dass da eben dieses Klack-Klack eben stattgefunden hat. Die Order wird ausgeführt und dann hat der Liquiditätsprovider jetzt einfach 0,2 Punkte die schlechter eben ausgeführt, aber ist nicht dramatisch, ganz im Gegenteil. So, ja, kommen wir zurück zur Konstellation, die ich vorstellen wollte. Also sehr positiv natürlich jetzt an der Stelle. Der zweite Systemtrade läuft. Das ist schon mal super, weil wir haben ja jetzt noch diese zweite Position. Ja, genau, Martin schreibt gerade, CRV von 2 zu 1 ist voll in Ordnung. Das ist auch absolut richtig. Also ich will nicht, dass man mich jetzt falsch versteht. Also wie gesagt, wir haben ja schon diverse Live-Tradings gehabt und das ist nicht immer gut gegangen. Wir sind jetzt tatsächlich aber vorne durch diesen kleinen Trade. Also das heißt, wir haben es jetzt geschafft, mit diesem Ansatz hier, in den, wenn auch statistisch nicht signifikant oder signifikant zu bezeichnenden Events, ein positives Ergebnis nach sich zu ziehen. Nichtsdestotrotz ist natürlich immer unser Ziel, den Erwartungswert optimal zu gestalten und das Optimum für uns rauszuholen, um eben das höchste Maß an Profitabilität zu erreichen. Und dieses Beispiel finde ich sogar ziemlich gravierend, weil es das sehr, sehr gut illustriert. Auch hier wurde, das ist zwar ein Short-Beispiel, aber es zeigt eben, wie stark dieser Supertrend sein kann, wenn der Markt wirklich stark trendet. Und es sieht gerade danach aus, als wenn heute so ein Tag sein könnte. Müssen wir mal schauen, aber das sieht schon mal sehr, sehr stark eben tatsächlich aus. Was wir hier sehen ist, die Open Range zwischen 8 bis 9:05 Uhr. Wir handeln diesmal unterhalb dieser blaufarbenen Linie. Und wir brechen aus der Range auf der Unterseite eben entsprechend aus. Wenn ich diese Range jetzt nehme, also die Differenz, und diese Differenz, jetzt an der Stelle sagen wir mal, sind 20, 25 Punkte, ja, wenn ich das mit 2 multipliziere für ein CRV von 2 zu 1, dann muss ich eben hier nochmal 50 Punkte auf der Unterseite abziehen, wo ich dann eben mein Take-Profit-Level positioniere. So, jetzt sieht man aber eben auch, der Markt, der ist nach dem Ausbruch der Range sehr stark weiter getrendet in den Abend. Und wenn ich die zweite Gewinnmitnahmeoption oder dieses Ausstiegsszenario nehme, den sogenannten Supertrend mit dieser Aggregation, die ich nutze, 142618,
Ist auch sehr komisch. Ich möchte dazu kurz was sagen. Denn wer sich das jetzt anschaut, das erste Mal hier zuhört oder so, der sagt sich auch, aha, das ist also die heilige Gralformel, die heilige Gralaggregation. Nein, so ist es nicht. Den Supertrend, den verwende ich schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit in meinem Trading. Also der eine oder andere erinnert sich ja vielleicht noch auch an meine Vergangenheit. Ich bin ja schon seit jetzt sind wir fast 10 Jahren im Bereich im CFD, FX Trading unterwegs. Ich habe vorher ein sehr, sehr großes Nachrichtenportal im deutschsprachigen Raum aufgebaut, damals für einen Broker. Und ich habe da natürlich auch schon Live-Trades gemacht. Also ich mache das schon eine ganze Weile. Und in diesem Zusammenhang eben kam dann auch mal die Frage auf, na, wie kann man denn Trends optimal folgen? Und ich habe dann diese Technik des Supertrends eben vorgestellt, den ich bis dato schon verwandt habe. Und so hat der mehr oder minder schon ein bisschen Einzug gehalten dann in diese Community, die ich da aufgebaut habe, beziehungsweise diesen Ausführungen meinerseits gefolgt sind. Wobei ich nicht jetzt für mich beanspruche, dass ich den Supertrend im deutschsprachigen Raum eingeführt habe. Ich glaube, das wäre zu viel gesagt. Den gab es auch schon vorher, den haben wir auch schon andere Daytrader verwendet. Und auf jeden Fall ist es so, dass ich den eben verwandt habe. Und ich kann mich relativ gut daran erinnern. Ich habe damals eben ein Event veranstaltet. Das war eine Konferenz, also für meinen damaligen Arbeitgeber eine Konferenz veranstaltet. Und wir haben dort eben auch Trader eingeladen gehabt. Und es gab dort eben auch einen Trader, der den Supertrend ebenfalls verwandt hat. Und ein Konzept, was wir dahin hatten, war sogenannte Premium Session. Also es gab zwar ein Event, das war kostenfrei, das war am Freitag, aber am Samstag gab es eben so ein Premium-Event für Kunden. Und das war so ein dreistündiges Event. Und während dieses Events standen wir eben zusammen und haben so eine kleine Kaffeepause gemacht eben. Und dann kam eben das Gespräch auch auf zu Aggregationen für Indikatoren, zum Beispiel auch den Supertrend. Das fragte jemand ganz explizit eben. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch eine Aggregation 14 und 2,5, also wesentlich greifbarer als 2,618. Sagte der Trader, der dort eingeladen war, der sagte dann, naja, sagt er, ich habe eine Aggregation für den Supertrend 2,618. Das ist zwar sehr Fibonacci-lastig, sagt er, also weil das ist nämlich auch eine sogenannte Fibonacci-Extension ist. Das hat aber tatsächlich gar nichts damit zu tun. Was er festgestellt hat, ist nämlich für seinen Handelsansatz, dass er mit dieser Aggregation ein besseres Ergebnis eben herbeiführt. So, jetzt hat dieses Event im Dezember damals stattgefunden. Und es war kurz vor Weihnachten. Und das Grausamste, also eine der grausamsten Zeiten im Jahr für eben Trader ist tatsächlich die Weihnachtszeit. Das ändert sich in dem Moment, wo du Familie hast, aber du hast einfach mal so im Zeitfenster zwischen Weihnachten und Neujahr hast du nichts zu tun. Da passiert nichts am Markt. Der Markt ist zwar offen, aber nichtsdestotrotz, da ist nicht wirklich Volatilität oder handelbare Action in irgendeiner Form. Und dann habe ich die Zeit einfach genutzt. Damals eben als Junggeselle, habe die Zeit eben für mich genutzt, habe mich hingesetzt und habe das mal nachbetrachtet mit dieser Aggregation gegen meine 2,5er Aggregation. Weil nämlich auch unterm Jahr so zwei, drei Fälle passiert sind, wo ich ausgestoppt worden bin und dann der Markt nochmal in meine Richtung gelaufen ist. Und ich dadurch hätte der einen oder an der einen oder anderen Stelle ein besseres Ergebnis, zumindest jetzt mal gefühlt, ohne da wirklich dann eine Zahl auch eine greifbare zu haben, erreicht hätte. Und ich habe dann festgestellt, dass bei dieser Aggregation, wenn ich die 14.2618 eben gewählt habe, dass ich für das Jahr auch zuvor schon bereits bessere Handelsergebnisse erzielt hätte. Und das ist natürlich dann etwas, das bezeichnet man dann als Erwartungswertoptimierung. Denn es hat sich unterm Strich für eine Vielzahl von Trades gezeigt, dass eben das eine bessere Aggregation ist für meinen Handelsansatz, für die Art und Weise, wie ich eben trade. Und genau deswegen kommt diese 2,618 eben zustande. Also das heißt, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, es ist einfach mal in einer Runde von einem Trader eben erwähnt worden. Ich habe es einfach für mich getestet und festgestellt, scheint zu funktionieren. Also, oder was heißt, scheint zu funktionieren? Scheint für mich zu funktionieren und habe das eben entsprechend einfach zu übernommen, habe das entsprechend so übernommen. So, und auf jeden Fall ist es jetzt eben so, ich rede die ganze Zeit von Erwartungswerten. Ich will das nochmal kurz zeigen, ja, damit wir hier auch ein bisschen noch mit Zahlen, konkreten Zahlen arbeiten und auch genau wissen, was ist das überhaupt, wie definiere ich denn den Erwartungswert? Der Erwartungswert definiert als die Multiplikation des durchschnittlichen Gewinns mit der Treffer, ich kürze das ab, den TQ. Und davon ziehen wir ab den durchschnittlichen Verlust multipliziert mit der Verlustquote. So. Das Ziel des Tradings ist es, das größer 0 zu bekommen. Denn das ist, was es heißt, wenn man sagt, ich bin profitabel in meinem Trading. Ja. Und
Jetzt ist es eben so, dass dieser Handelsansatz, den ich jetzt zum Beispiel hier vorstelle, der liefert dieses Backtest-Resultat. Okay, also das bedeutet, das ist jetzt über einen MetaTrader entsprechend gelaufen. Zeitraum ist verhältnismäßig klein. Das hat aber da keinen Grund, dass ich jetzt hier irgendwie versuche, das Ergebnis auf jeden Fall in einem oder einfach Ergebnis präsentieren zu können, was profitabel ist, sondern es hat damit zu tun, ich hatte zum damaligen Zeitpunkt einfach nicht ausreichend Daten, die da an den MetaTrader zur Verfügung standen, damit ich den Backtest fahren kann. Aber grundsätzlich ist es eben so, dass das schon relativ gut illustriert, warum dieser Ansatz eben ein durchaus attraktiver eben tatsächlich ist. Wir haben hier eine Anzahl von Trades von 225 und wir haben dann hier die gewonnenen Trades dort. Muss man ein bisschen genauer hinschauen, aber da kann man erkennen, 94 ist eine Trefferquote von 42%. Wir haben eine Verlustquote hier von 58%. Können wir auch gleich mal so übernehmen, die Zahlen. Also IQ gleich 42%, VQ 58%. So. Fehlen uns aber noch drei Komponenten, nämlich der durchschnittliche Gewinn und der durchschnittliche Verlust. Also Durchpunkt Gewinn und Durchpunkt Verlust. So, auch diese Zahlen werden natürlich hier ausgespuckt. Und zwar dort. Das ist mein durchschnittlichen Gewinntrade. Da 157 Euro. Also Konto, was hier gehandelt wird, ist ein 10.000 Euro Konto, mit dem der Backtest gefahren wird. Dazu kann ich gleich was sagen. Sven fragt gerade, wie funktioniert ein Backtest? Mit welchem Tool macht man das? Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Der MetaTrader bietet eine Möglichkeit dazu. Ich kann nicht gleich sagen, das geht ganz schnell. Also es ist relativ zügig, ist das durchgefahren. Ganz kurz, der durchschnittliche Gewinn und hier der durchschnittliche Verlust, 157 durchschnittlicher Gewinn, durchschnittlicher Verlust 99,70 Euro. Zack. Also 157 Euro und 99,70 Euro. So. Übrigens, aus diesen zwei Komponenten, durchschnittlicher Gewinn, durchschnittlicher Verlust, ergibt sich eine andere Kenngröße, die bekannt ist als Payoff-Ratio. Wenn man das also schon mal gehört hat. Das ist so definiert. Ja. Und das kann man jetzt hier natürlich ausrechnen mit 157 geteilt durch 99,70 Euro. Wir sehen, da kommen wir ungefähr bei 1,58 raus. 1,57 ist es nicht ganz, sondern leicht nach oben, weil es eben 99,70 Euro sind. Und das ist unser sogenanntes Payoff-Ratio. Mit dem lässt sich jetzt übrigens auch arbeiten. Warum habe ich jetzt dieses ausgerechnet, das Payoff-Ratio? Weil ich hier nicht mit absoluten Eurobeträgen, sondern mit einer möglichst neutralen Größe arbeiten möchte, wenn ich diesen Erwartungswert hier berechne. Und dadurch ergibt sich dann, wenn wir das jetzt hier eingeben, Erwartungswert kürze ich jetzt mal ab mit EW. Auch das war eben schon mal kurz hier, ich habe noch ein bisschen Platz. Also Klammer auf EW, ja, damit man weiß, was das jetzt bedeutet. Dann haben wir hier 1,58. Das multiplizieren wir, also das ist der durchschnittliche Gewinn, neutral gehalten, ja. Multipliziert mit den 42%, 0,42 also. Und davon ziehen wir ab 1, der durchschnittliche Verlust, hier, auch wieder neutrale Kenngröße, multipliziert mit der Verlustquote. Das sind 0,58, also 58%. Das Ergebnis der ganzen Sache sind 8 Cent. Warum kann ich das jetzt hier so ausrechnen? Weil ich schon zigmal gemacht habe, deswegen kenne ich die Zahl. Also ich bin nicht irgendwie ein mathematischer Rainman oder sowas. Das hat damit zu tun, weil ich das einfach schon zwei, dreimal hier berechnet habe. So. So, also, das ist unser Erwartungswert für diesen Handelsansatz, ausgehend von den hier zur Verfügung gestellten Zahlen aus diesem Backtest-Resultat. Das Interessante ist, und deswegen stelle ich das jetzt auch hier so vor, wie gesagt, der ein oder andere, der wird sich das anschauen und wird sagen, ich weiß nicht, ein Jahr ist doch relativ dünn. Dieses Ergebnis, finde ich, ist schon verhältnismäßig nah dran an dem, was man erwarten darf. Denn ich habe für diverse andere
Open Range Ansätze in anderen Assets. Also diesen Handelsansatz kannst du ja anwenden auf diverse Märkte. Die Grundvoraussetzung ist nur, dass er ein hochliquider und möglichst, also folglich auch tiefer Markt eben ist. Das bedeutet also, du kannst diesen Ansatz zum Beispiel im Devisenbereich ansetzen, wie wir es gleich für den Eurojen tun werden. Du kannst diesen Ansatz auch traden, beispielsweise im Equity-Bereich, das heißt also im Aktienbereich. Kannst dort mit Google oder Amazon, Microsoft und dergleichen ebenfalls so etwas formulieren. Du kannst das anwenden auf andere Aktienindizes. Das ist nicht nur beschränkt auf den DAX, du kannst auch handeln im S&P zum Beispiel. Auf den ganz besonders besprochen, könnte ich ein Beispiel jetzt präsentieren, wo auch ein Erwartungswert gezeigt wird, der genau in dieser Range liegt und wo der Erwartungswert, Entschuldigung, das Backtest-Fenster sich auf über 7 Jahre erstreckt. Wir haben die Möglichkeit, das im Bund Future zu traden, zum Beispiel, also FGBL oder T-Note, kannst du das auch machen. Alles, was vorausgesetzt ist, ist allerdings, dass man die jeweilige Aktuation, mit der man arbeitet, anpasst. Also zum Beispiel haben wir jetzt hier ja für unseren Ansatz, das kommt nochmal auf den nächsten Slide, wenn ich das jetzt hier, ja, genau. Ich mach den Moment. So, kann man das eben entsprechend sehen. Dort haben wir den Vorteil, EMA 50 auf 5-Minuten-Basis, zum Beispiel im S&P, das ist der EMA 10 auf 15-Minuten-Basis. Im Euro-Yen zum Beispiel ist es der EMA 11 auf 1 Stunde. Ja, also das bedeutet, also etwas anders formuliert, es ist entsprechende Anpassung vorzunehmen, also nicht nur jetzt in Bezug auf die Vorteilsidentifikation, sondern auch auf die jeweilige Range. Wenn wir jetzt im DAX die Range uns anschauen, zwischen 8 und 9.05 Uhr, dann ist natürlich klar, wir schauen uns hier das Eröffnungszeitfenster an im DAX. Wenn eben die Kasse in den Markt kommt, wenn wir jetzt den S&P traden, dann schauen wir uns natürlich das Eröffnungsfenster an für eben den Zeitraum 15:30 Uhr, in dem Fall bis 16:15 Uhr. Das ist dann die Eröffnung der Wall Street. Wenn wir uns den Euro-Yen anschauen, dann schauen wir uns die Asia-Handelsspanne an und hier das Hoch und Tief im Zeitfenster zwischen 3 Uhr mitteleuropäischer Zeit und 10 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das ist übrigens auch der Grund, weswegen wir jetzt aktuell hier noch nicht so auf den Euro-Yen schauen. Wer auf die Uhr schaut, der sieht, dass wir 9:45 Uhr haben. Das heißt, die Range bildet sich derzeit gerade noch aus. Wie gesagt, das sind die Anpassungen, die vorgenommen werden können oder müssen sogar. Nichtsdestotrotz ist es eben entsprechend so, was sich immer zeigen sollte, ist, dass nicht nur auf eine ganz bestimmte Aggregation das funktioniert, sondern auch in einer Nachbarschaft das funktioniert. Also das heißt, wenn ich jetzt mit einem EMA 50 arbeite, dann sollte er auch mit einem EMA 48 und einem EMA 52 ein positives Ergebnis eben tatsächlich hervorbringen. Also da sollte dann jetzt nicht das eine Ergebnis EMA 48 negativ sein. EMA 50 ist positiv und EMA 52 ist beispielsweise wieder negativ. Das würde anzeigen, dass der Handelsansatz verhältnismäßig fragil eben tatsächlich ist. Das sind dann wichtige Berücksichtigungen, die man eben machen muss. Nichtsdestotrotz ist es aber entsprechend so, dass eben sich dann zeigt, wenn wir diese Aggregation vornehmen, diese Anpassung der Parameter, dass dieser Ansatz einfach duplizierbar ist und eben tatsächlich unterm Strich auch immer ein profitables Gesamtergebnis hervorbringt, was uns in eine sehr, sehr gute Lage versetzt, langfristig auch den Denkprozess profitablen Tradings nachzuvollziehen. Oder anders formuliert, wer jetzt mal ein bisschen aufgepasst hat, dem ist vielleicht ein Detail aufgefallen. Der Trade ist jetzt ins Ziel gelaufen und es fitscht mich überhaupt nicht an. Es ist mir eigentlich völlig egal, ob das jetzt ein Gewinn war oder ein Verlust war. Also nicht, dass mir Verlusttrades oder dass mich nicht freuen würde, dass der Trade jetzt aufgegangen ist oder dass ein Verlusttrade mich in irgendeiner Form dann auch nochmal so ein bisschen kitzeln würde. Aber die Zeiten, dass ich da irgendwie emotional geworden bin oder so, oder dass ich die ganze Zeit auf den Trade, auf den Chart gucken muss, die sind ganz, ganz lange vorbei. Und das hat damit zu tun, weil ich einfach verstanden habe, dass Profitabilität im Trading sich nicht aus einem Trade ergibt und dass es darum geht, einen nachweislich profitablen Handelsansatz, also einen Handelsansatz mit einem positiven Erwartungswert eben zu traden. Und das ist das, was wir jetzt gerade eben getan haben. Und das ist das, was wir im Orient tun. Und das ist auch genau das Gleiche, was wir tun jetzt im Falle hier des Trades von heute früh. Ja, für den DAX zum Beispiel. Ich habe gar keine gar keine Lust, möchte ich mal schon sagen, die ganze Zeit auf den Chart zu gucken. Ich möchte mein Trading tatsächlich so langweilig wie möglich gestalten. Und das ist komplett konträr, glaube ich, auch zu dem, was viele glauben, was Trading wirklich beinhaltet. Also ich sage es mal so, jetzt sind wir wieder ein bisschen bei der Trading-Psychologie. Es kommt ja nicht selten vor und über die Jahre, wenn man auch mit vielen Leuten dann spricht, Trading-Aspiranten, so nennen wir jetzt mal, man fragt so, sag mal, warum möchtest du Trader werden?
Und dann heißt es, ja, da ist Spannung und da ist immer was los und jeder Tag ist eine neue Situation und so weiter. Mein jetziger Job, da will ich auf jeden Fall raus, das ist langweilig und ich mache jeden Tag das Gleiche. Und das ist genau nämlich das Interessante dabei, das, also dieser ursprüngliche Treiber, den man findet, der Motivator, warum man aus seinem Job raus will, nämlich aus diesem langweiligen, immer in eine Richtung streben und jeden Tag dasselbe machen, ausbrechen, jeden Tag Spannung haben auf der Kehrseite, das ist komplett das Gegenteil. Das ist vielleicht sogar noch viel dramatischer beim Trading, dass man sich nämlich an ein vorgefertigtes Regelwerk einfach hält und dieses einfach abläuft, dass man einen sogenannten Trading-Ablaufplan formuliert für sich, der natürlich auch an seine eigenen mentalen Rahmenbedingungen angepasst ist. Da sieht man dann auch, wie wichtig die Trading-Psychologie eben in diesem Zusammenhang eben tatsächlich wird über die längerfristige Perspektive. Und ja, soweit erstmal in diesem Zusammenhang. Bevor ich jetzt zu der Geschichte komme, mit dem Trade weiterlaufen lassen, wobei wir offensichtlich bis jetzt hier zumindest mal doch ein sehr schönes Trading-Ergebnis generiert haben, weil es ist nämlich in der Tat so, dass wir aktuell hier Schwierigkeiten offensichtlich auf der Oberseite haben. Das ist übrigens mit auch einer der Gründe, den ich gerade genannt hätte, warum ich hier vielleicht dann doch ein bisschen dazu tendiere, wenigstens mit einer Teilgewinnmitnahme zu arbeiten und nicht mit der kompletten Positionsgröße darauf zu arbeiten, dass sich dieser mögliche Trend infolge des großen Verfalls des sechsten Sabbats am Freitag entwickelt. Bevor ich dazu komme, kurz die Frage von Sven beantwortet. Und zwar, wie kann ich jetzt hier so einen Backtest machen? Und zwar im MetaTrader ist das so, da gibt es hier oben einen Button, der heißt Ansicht, in der deutschen Version. Und dann gibt es dort einen sogenannten Strategietester. Wenn wir da draufklicken, geht hier extra nochmal ein Fenster auf. Man kann jetzt übrigens an der Stelle sehen, ich muss mal kurz schauen. Ja, ich habe jetzt hier keine EAs hochgeladen. Also ich müsste jetzt dazu tatsächlich in den, wie heißt da, VBS gehen und habe da natürlich dann entsprechend die Expert Advisor hochgeladen, die das hier automatisiert haben. Das heißt also, ich würde dann entsprechend die Range eingeben, ich würde den Vorteilsidentifikator eingeben und so weiter, ich würde Gewinnmitnahmelevel formulieren. Und dann würde ich eben entsprechend hier die Möglichkeit haben, diese Strategie auszuwählen. Das sieht man auch, das Expertenprogramm. Da kann man hier runterklicken. Da würde der dann auftauchen, wie auch immer er jetzt genannt sei. Nennen wir ihn mal DAX Open Range oder sowas. Dann würde ich das Symbol hier auswählen. So. Dann kann ich hier meinen Zeitrahmen auswählen. In unserem Fall ist es der 5-Minuten-Chart, das natürlich anzupassen. Wenn ich das für einen Euro-Yen machte, zum Beispiel, wäre es jetzt die Stunde. Wenn ich das für andere Handelsansätze mache, Moving Average heißt jetzt, das ist ein sogenannter Crossover. Das heißt also ein langsamer und ein schneller gleitender Durchschnitt, kann ich auch auf 4-Stunden-Basis zum Beispiel testen und dergleichen. Dann gilt es immer vorsichtig zu sein. Hier gibt es ein Modell. Das ist übrigens auch etwas, was beim MetaTrader so ein bisschen Schwierigkeiten nach sich zieht. Also wir wollen jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, aber Backtests, da sollte man immer sehr, sehr vorsichtig sein, weil die hängen auch ganz, ganz signifikant von der Qualität der zur Verfügung gestellten Daten ab. Und jetzt ist es in diesem Fall so, man hat zwar hier schon eine verhältnismäßig große Kurshistorie bei Thinkmill und die Daten sind auch qualitativ super hochwertig. Also mit denen kann man in den hier in der Plattform zur Verfügung gestellten Daten schon sehr, sehr gut arbeiten. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt einen langen Zeitraum zum Beispiel testen möchte, dann wäre es nötig, dass ich mir neue Daten oder mehr Daten besorge. Und diese sind meistens auch kostenpflichtig, entsprechend dann extern zu erwerben. Da muss man auch sehr vorsichtig sein. Zum Beispiel, es gibt natürlich kostenlose Daten, kann man sich besorgen, aber die sind eventuell nicht qualitativ hochwertig. Und das wiederum sorgt dann dafür, dass es zu entsprechenden Verzerrungen im Backtest-Resultat kommen kann. Also weil die Zahlen einfach nicht solide sind oder nicht wirklich qualitativ hochwertig sind. Und nichtsdestotrotz, wozu auf jeden Fall hier geraten ist, dass man dort diese Option jeder Tick, präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitlinien basiert zur Generierung eines Ticksignals herangezogen wird. Also man sollte jetzt hier nicht diese Kontrollpunkte, eine sehr grobe Methode oder sowas wählen, sondern sollte mit dieser präzisen eben wählen. Dann kann man auch den Zeitraum hier entsprechend anstellen und ja, dann klickt man auf Test starten. Das sparen wir uns jetzt, weil das zieht zu viele Ressourcen und wenn der jetzt hier auch noch anfängt, im Hintergrund zu rödeln. Ich glaube, dann habe ich ein Problem hier mit langsam der Übertragung. Das wollen wir uns vielleicht vermeiden, jetzt wo der Ton schon so ein bisschen hakt.
Ja, auf jeden Fall so ließe sich ein Backtest eben entsprechend erstellen, im MetaTrader beispielsweise. Man kann natürlich auch andere Herangehensweisen wählen, kann zum Beispiel Handelsansätze auch formulieren, die dann in Excel abgelaufen werden. Also da kann man auch dann mit Programmierkenntnissen in C++ zum Beispiel Backtests und so weiter fahren. Das ist jetzt hier eine sehr, sehr gute Methode für diejenigen, welchen, die eben programmiertechnisch nicht top aufgestellt sind, so sage ich mal. Also für mich eignet sich das auch, wobei ich natürlich mit der Zeit auch schon festgestellt habe, dass es durchaus Sinn macht, sich programmiertechnisch ein bisschen zu bilden. Und da zum Beispiel dann jetzt eine Sprache, mit der ich mich ein bisschen intensiver beschäftige, seit einiger Zeit auch, ist Python zum Beispiel. Da gibt es auch Möglichkeiten, dann solche Backtests eben zu fahren. Da muss man natürlich den Handelsansatz genau formulieren. Aber nichtsdestotrotz besteht da natürlich die Möglichkeit, wenn man sich diese sauberen Daten eben über Excel dann, Entschuldigung, erstmal zieht von der externen Webseite, dann kann man die in einen Excel-File laden und kann diese dann in Python hochladen und dann die durch diesen formulierten Ansatz eben diesen programmierten, vorprogrammierten Ansatz laufen lassen und ein entsprechendes Backtest-Ergebnis eben entsprechend erhalten. Also das gibt ja auch manuelle Methoden, sind ein bisschen arbeitsintensiver, aber dann wiederum auf der Kehrseite natürlich wesentlich individueller gestaltbar als das, was eben der MetaTrader hier zur Verfügung stellt. Wobei, wie gesagt, man doch schon ein äußerst solides Ergebnis erreichen kann. Also man bekommt schon ordentlich Informationen eben tatsächlich hier. Was natürlich dann die Steigerung dessen ist, Backtest ist immer schön und gut, aber was natürlich die Steigerung ist der ganzen Angelegenheit, kurzen Augenblick, das fällt mir gerade auf, habe ich noch gar nicht aufgemacht, ist natürlich, dass man mit sogenannten Forward-Tests arbeitet. Das heißt, was wir jetzt hier zum Beispiel ja machen mit dem realen Handelskonto ist, wir ziehen uns ausgehend von realen Trades, die wir machen, auch Ergebnisse, die sich analysieren ließen. Also das sind jetzt natürlich mehrere Strategien, aber was man eben hier dann erkennen kann, also wir sind immer noch leicht unter Wasser, aber das ist schon mal ein erster schöner Schritt. Ja, gestern positiver Trade im Euro-Yen gewesen, jetzt heute wieder ein positiver Trade. Wir hangeln uns wieder gegen diese Tiefs jetzt hoffentlich in Richtung hier der roten Linie, das unsere Linien sind. Also ich komme dazu gleich nochmal. Was ist das Problem aktuell? Zunächst war es der Euro-Yen, der nicht funktioniert hat, der ein sehr schwieriges Marktumfeld hatte. Der hat sich dann begonnen zu stabilisieren, war auch damit zuständig für diese erste scharfe Gegenbewegung gegen die Tiefs. Und es war kurzzeitig so, dass ich dachte, das dauert nicht mehr lange, sind wir endlich wieder mit dem Kopf über Wasser. Ja, und dann fängt an, die DAX-Strategie eben so ein bisschen zu zicken. Also wirklich aktuell nicht solide und gut zu performen. Nichtsdestotrotz, es ging um was anderes, nämlich das Forward-Test-Resultat. Das heißt also, ich lasse jetzt dann diese Strategien mehr oder minder, von denen ich weiß, dass sie profitabel sind, im Forward-Test laufen, obwohl es eigentlich kein richtiger Test ist, sondern reales Trading. Könnte aber mit diesen Zahlen eben entsprechend auch arbeiten und dann entsprechende Rückschlüsse auf das Trading ziehen, aus ganz besonders risikotechnischer Perspektive. Das sieht natürlich, deswegen können wir es nicht machen, weil wir unter der Wasseroberfläche sind, das ist nach unten scrollen zum Beispiel, dann sieht man hier, dass ein Totalverlustrisiko aktuell von 100% besteht. Das hat damit zu tun, weil wir eben aktuell negativ handeln. Ja? Nichtsdestotrotz ist unser Ziel im Zusammenhang mit dem sogenannten Risk of Ruin, das ist also Totalverlustrisiko auf Englisch, das auf Null zu reduzieren. Also ganz auf Null schaffst du es nie zu reduzieren, weil natürlich immer eine unendliche Serie von Verlusttrades sich aneinanderreihen kann, die dein Konto dann crasht. Das ist mathematisch nicht anders machbar. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Möglichkeiten zu intervenieren. Also man könnte zum Beispiel, und das wäre etwas, was ich auch machen würde, wenn wir jetzt unter 4.500 € fallen würden, davon haben wir uns jetzt wieder deutlich abgestoßen, aber wäre es so jetzt zeitnah gekommen oder kommt es noch in näherer Zukunft dazu, dann hätten wir einen Drawdown von 10%. Und das würde dann darin resultieren, dass ich das Risiko auf den von mir gehandelten Strategien deutlich reduzieren würde. Auf die Hälfte dann tatsächlich. Also das heißt, ich würde dann im DAX mich 1% riskieren, 0,8, 0,9%, würde ich auf 0,4 bis 0,5% runtergehen. Und im Euro-Yen würde ich das ebenfalls reduzieren. Vielleicht ein bisschen weniger im Euro-Yen, weil der Euro-Yen sich sehr gut derzeit mit den Marktbedingungen eben anpasst. Und das wäre natürlich ärgerlich, dort dann zu aggressiv die Positionskurse zu reduzieren oder das Risiko, was ich eingehe, wenn ich sehe, dass es eigentlich gut funktioniert, weil das könnte nämlich dann der Schub sein, den wir benötigen, um uns dann entsprechend wieder über die Wasseroberfläche zu schieben. So, also das jetzt erstmal in diesem Zusammenhang. Jetzt kommen wir einmal noch kurz hier auf den mache ich wieder weg, da unten, den Strategietester. Kommen wir nochmal auf die Stunde. Da kommt, wie gesagt, der Breakout über dieses Niveau. Das ist schon mal sehr, sehr gut funktioniert oder hat sehr gut funktioniert. Und jetzt ist es eben aber die Frage, ich hatte gesagt, darüber hinaus wäre weiteres Momentum zu erwarten. Und jetzt die Frage, warum? Warum ist das so? Und dazu möchte ich hier ganz kurz,
diese Grafik nochmal zeigen, die ich gerade schon mal aufgesplottet habe. Jetzt sieht man übrigens hier unten, da kommt ein Order rein. Euro-Yen ist gerade hier jetzt eingepflegt worden. Das war das, was ich initial meinte. Als ich sagte, die taucht plötzlich auf die Order. Das hat mit dem VPS zu tun. Da läuft dieser Automat und der hat jetzt gerade die Order entsprechend eben generiert und die taucht jetzt natürlich in allen dann jetzt gerade offenen Plattformen auf, in dem Fall in dieser hier an dieser Stelle. Und da kommt diese Order jetzt eben tatsächlich her. Dazu kommen wir dann gleich nochmal etwas en Detail. Wir sehen übrigens auch hier unten zum Beispiel Preis. Da ist es Sell Stop und dann hier der Stop Loss. Das ist eine Range von über 100 Pips. Das ist interessant, begünstigt durch diese Meldung rund um eben diese Einführung von weiteren Importzöllen auf chinesische Güter seitens der USA. So, wir wollen ganz kurz, wie gesagt, jetzt nochmal auf diesen Gedanken zum DAX eben kommen. Welche Möglichkeiten zur Analyse da bestehen? Ich arbeite sehr gerne mit dem Open Interest im Optionsmarkt. Zwar nur auf eine sehr, sehr grobe Art und Weise, aber manchmal stellt sich ja natürlich die Frage, wie viel Potenzial stehe ich dem Markt denn zu? Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Marktbedingungen seit einiger Zeit hier beobachte, seit von mir aus auch Anfang September, die letzten 2, 3 Wochen, dann muss man sagen, ist das alles andere als optimal, besonders für Ansätze, die darauf abzielen, von stärker trendigen Marktbedingungen zu profitieren. Das ist etwas, das lässt sich auch bei der anderen Strategie, also der Trade, der jetzt hier noch läuft, sehr, sehr gut erkennen. Ich will mal kurz dazu gleich auch reale Zahlen zeigen. So. Das habe ich in einem Dings vorbereitet hier im Editor. Einfach nur, dass man da. Moment, ich mache es anders. Das ist Quatsch. Wir sollten hier so arbeiten, dass wir das auch erkennen, dass meine Ausführungen dann jetzt gleich mal so ein bisschen hervorgehoben werden können. Also, das ist diese, ich nenne sie jetzt mal DAX-Basisstrategie, die wir hier traden. Und das sind die Sollwerte. Ja, also das ist das, womit wir ausgehend von einem sehr, sehr langen Backtest, 10 Jahre plus, rechnen. Eine Trefferquote von 47,5% ungefähr, also 48% Pi mal Daumen, und ein Payoff-Ratio von 1,2 zu 1. Das ist nicht phänomenal, aber es ist auch erstmal nur eine Basisstrategie und sie ist profitabel. Also es funktioniert auf jeden Fall, wenn wir diese Herangehensweise eben wählen. Und jetzt ist es eben so, jetzt habe ich hier eine sogenannte Ist-Betrachtung, ausgehend von den Ausführungen von FX Blue, die habe ich hier schon mal vorbereitet. Übrigens ist das nicht richtig, das muss man umdrehen. Hier ist 0,69. 4,072. Das ist nochmal schlechter geworden. Das unterstreicht, was ich gerade gesagt habe. Also ist, sind wir gerade gar nicht so schlecht. Wir sind bei einer Trefferquote von 50%. Also das heißt, in der Hälfte der Fälle liegen wir mit dem Ansatz richtig, in der Hälfte der Fälle liegen wir falsch. Wenn wir jetzt ein Payoff-Ratio haben, wo wir halt im Schnitt mehr verdienen, als wir verlieren, dann sind wir profitabel und verdienen mit dem Ansatz Geld. Jetzt ist allerdings das Problem folgendes. Das Payoff-Ratio ist eine Katastrophe derzeit. Und es ist noch mal schlechter geworden. Wir erinnern uns das letzte Mal, als wir das Live-Trading hier gemeinsam gefahren haben. Da lagen wir bei einem Payoff-Ratio von 0,72 zu 1. Davor lagen wir bei einem, das war noch im Juli, ja, da lagen wir bei einem bei 1,04 zu 1. Bei der Trefferquote von 50% waren wir tatsächlich mit dem DAX, mit der Basisstrategie profitabel und konnten dadurch diesen Drawdown, den wir im Euro-Yen gehabt haben, so ein bisschen abfedern. Das hat sich mittlerweile dramatisch gewandelt. Also mittlerweile ist der Euro-Yen gut am Performen. Ich kann auch mal kurz hier Folgendes zeigen. Das lässt sich nämlich über diese Grafik auch ganz toll machen. Wir können über den Button Stats gehen oder FX Blue und können uns hier die Symbole betrachten. Und wir sehen da den Euro-japanischen Yen mit aktuell 67 Trades. Und wir sehen, dass dort das Ergebnis aktuell plus 0,8% ist. Also 40 Euro auf 5.100, 0,8%. Das heißt also, auch mit einem Profit, im Moment, mit einer Trefferquote mittlerweile um die 50% tatsächlich. Gestern, wie gesagt, das letzte positive Ergebnis, was wir dort generiert haben. Das lässt sich dann übrigens auch hier sehen. Tag. Ja, da wird jeder Tag aufgeschlüsselt. Da sieht man jetzt gleich 2 Trades da. Und gestern hatten wir 2 Trades, einer im DAX, der hat einen kleinen Profit abgeworfen. Und dann eben im Euro-Yen, da sind über 70 Euro davon auch zusammen zustande gekommen. Das war gestern, wie gesagt, einer jener Trades. Das heißt, oder da zeigt sich, der Euro-Yen, der hat einfach aktuell wirklich gut aufgeholt. Wir haben zwischenzeitlich mal 300 oder also mehr als 6% auf jeden Fall unter Wasser gelegen mit der Strategie. Und das war, wir erinnern uns dran,
im Juli ungefähr, Ende Mitte, Anfang Mitte, Ende Juli müsste es so gewesen sein, wo man mal im Webinar das zum Thema gemacht hat. Und ich hatte da auch, ich habe noch eine andere Slide hier, die spare ich jetzt mal an der Stelle, die habe ich Mean Reversion genannt. Wie ja gesagt, die sind aktuell so schlecht im Euro-Yen unterwegs, dass da früher oder später mal eine Gegenbewegung kommen muss. Also es geht gar nicht anders. Ob die uns jetzt über die Wasseroberfläche befördert oder nicht, das muss man abwarten. Aber auf jeden Fall sind wir da sehr, sehr schlecht gelaufen. Und das hat sich mittlerweile komplett gewandelt. Also das heißt, der Euro-Yen ist hier offensichtlich jetzt in der Lage, eben entsprechend den DAX abzufedern, anders als noch zuvor. Und da kommen wir wieder zurück. Ich mache den Chart auch hier auf. Als eben hier zuvor der DAX, der muss sein. Ding. Wo wir eben mit einem Payoff-Ratio von 1,04 zu 1, was übrigens auch noch unterhalb dessen ist, was wir eigentlich erwarten. Ja, nichtsdestotrotz sehen wir eben zum damaligen Zeitpunkt war der DAX in der Lage, das zu stabilisieren. Okay. So, jetzt ist es eben so, dass mittlerweile das Payoff-Ratio bei 0,69 zu 1 liegt. Payoff-Ratio hatten wir etwas weiter oben definiert als das Verhältnis durchschnittlicher Gewinn zu durchschnittlichem Verlust. Und beziehungsweise hier drunter war es. Und jetzt ist natürlich das eine ganz interessante Information, denn aus der lassen sich Rückschlüsse auf die derzeitigen Marktbedingungen ziehen. Natürlich sind das vergangene Daten, aber nichtsdestotrotz Daten, die man mit in seine Einschätzung mit einbeziehen sollte. Wie man zum Beispiel mit Take-Profit-Leveln arbeitet. Also gehe ich jetzt davon aus, dass der Markt eine stark trendige Bewegung initiiert. Und dann kommen wir zurück mal kurz auf die Strategie jetzt von heute früh. Macht es jetzt Sinn, hier mit einem Supertrend derzeit zu arbeiten, weil der Markt eben stark trendet? Oder sollte ich nicht mit einem vorgefertigten Take-Profit-Level arbeiten? Und wenn ich mir dann hier dieses Payoff-Ratio eben betrachte, dann ist die Antwort relativ eindeutig. Dann sagt sie nämlich, der Markt läuft aktuell überhaupt gar nicht in unsere Richtung. Ich muss natürlich dafür wissen, was ich handle. Also diese DAX-Basisstrategie ist eine Trendstrategie, Trendfolgestrategie. Das heißt, ich brauche dafür trendige Märkte. Märkte, die wirklich stark in eine Richtung eben entsprechend laufen. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass ich auch weiß, was ich für eine Strategie hier verfolge. Wenn aber diese Strategie dann solch ein Payoff-Ratio gerade auswirft, das sind zwar nur 70 Trades, nichtsdestotrotz, es ist eben sind dann auch schon 70 Trades. Und wenn ich das in Verbindung setze mit den derzeitigen Marktbedingungen, wenn ich mir eben anschaue, wie verhackstückt sich diese Struktur hier darstellt, nun, dann muss ich schon an der Stelle ja sagen, offensichtlich sind wir weit, weit, weit davon entfernt, optimale Marktbedingungen für solche Trendfolgeansätze zu haben, beziehungsweise darauf zu spekulieren, dass sich starke Trends etablieren können. Das heißt, man sollte eher mit diesen vorgefertigten Gewinnmitnahmeleveln, also Take Profits, in einem festgelegten Verhältnis arbeiten. Damit dürfte man besser fahren. Okay. Nichtsdestotrotz, das wissen wir, ist es natürlich so, ich schaue aber noch über den Tellerrand hinaus und stelle mir natürlich dennoch die Frage, was könnte denn kommen oder was müsste denn passieren, damit wir eventuell eine starke, strändige Struktur eben sehen. Das ist ja eine Frage, die ich mir durchaus stellen muss als Trader. Das heißt also, wie sind denn die Marktbedingungen? Wie ist der derzeitige sogenannte Bias im Markt? Und dort ist es jetzt so, was spielt diese Woche eine Rolle? Wir hatten gerade, wie gesagt, schon mal auf den Wirtschaftsdatenkalender geschaut. Hier, und der ist dünn. Also, das heißt, das ist der Wirtschaftsdatenkalender dort dann für den heutigen Tag. Ja. Wir haben dann auch hier noch die Möglichkeit, da sehen wir nämlich die japanische Notenbankentscheidung, natürlich auch die Möglichkeit, noch mal ein bisschen weiter zu switchen und so weiter. Ich kann aber jetzt bereits schon vorwegnehmen, da kommt nicht mehr besonders viel. Zumindest nicht aus Europa, beziehungsweise aus Deutschland. Ja, wir haben ganz interessant morgen vielleicht hier Zahlen aus Großbritannien mit der Inflation, aber wir sind weit davon entfernt, hier irgendwelche spektakulären Marktbedingungen-News-Events zu sehen. Anders als letzte Woche mit der EZB beispielsweise. So, nichtsdestotrotz gibt es noch eine News diesen Monat, oder nicht eine News, sondern ein Event diese Woche, welche durchaus in der Lage ist, ein bisschen Volatilität zu begünstigen, beziehungsweise stärker trendige Bewegung zu initiieren. Und das ist der sogenannte große Verfall, der Hexensabbat. Ich will das mal kurz hier, kurz einen Blick, Hexensabbat, das soll nicht schon funktionieren, an der Börse, ja, gibt es einen Wikipedia-Artikel, dann können wir uns das mal ganz kurz auch anschauen. Viermal im Jahr kommt es an drei weltweit wichtigsten Derivatebörsen zum großen Hexensabbat. Gewöhnlich der dritte Freitag des dritten Monats eines Quartals. Also März, Juni, September, da sind wir aktuell, und Dezember. Und der dritte Freitag, jetzt klicken wir mal ganz kurz hier drauf. Da sehen wir, erster Freitag, zweiter Freitag, dritter Freitag, 21. September. So, also das ist offensichtlich erfüllt.
Und dort verfallen eben Terminkontrakte wie Futures oder Optionen auch dann entsprechend auf den DAX. Und es kommt eben entsprechend dort, um es jetzt nicht zu kompliziert werden zu lassen, aber es kommt zu sogenannten Absicherungsgeschäften oder beziehungsweise dann nicht aufgehenden Geschäften, die in großem Stil getätigt worden sind, wo Gegenmaßnahmen eben entsprechend auf den Weg gebracht werden müssen. Und wie gesagt, ich möchte jetzt nicht zu kompliziert werden an dieser Stelle, aber was ich auf jeden Fall gerne möchte, ist natürlich, wenn ich mir besonders also auch diese Reaktion jetzt hier anschaue zum Beispiel. Also das habe ich natürlich schon die ganze Zeit im Hinterkopf, dass jetzt diese Reaktion auf Trump kommt oder auf diese Handels nicht diesen Handelskonflikt, sondern auf die Importzölle aus China und dergleichen. Gefühlt hatte ich das heute früh schon thematisiert gehabt, dass ich glaube, dass der DAX sich extrem stark zeigt dafür, denn das ist eigentlich ein bärisches Signal. Wir haben die bärische Reaktion gesehen im asiatischen Handel. Nichtsdestotrotz konnte der DAX eben nahezu unverändert eröffnen. Das zeigt, dass sich offensichtlich schon über Nacht eine Verarbeitung eingestellt hat. Und das könnte dann zusätzlich, wenn noch ein bisschen Optimismus in den Markt eben reinkommt, und das ist jetzt geschehen, meiner Meinung nach, könnte das eben dann zu einer starken Gegenbewegung führen, also eine starke Aufwärtsbewegung eben, die dann initiiert wird. Beziehungsweise, ich muss mal ganz kurz gucken, da gibt es auch noch einen anderen möglichen Grund. Ich sehe nämlich gerade Euro-Yen, der ist unter 131 wieder gerutscht. Also hier eine relativ scharfe Gegenbewegung. Ich habe mich auch gerade schon gewundert, Sell Stop. Wir waren nämlich heute früh relativ gut dabei, eigentlich eher die Long-Seite zu sehen, mit einem möglichen Breakout auf der Oberseite. Muss mal kurz jetzt schauen. Ich schaue mal eben ganz kurz hier parallel auf dem Bildschirm, ob da Mario Draghi vielleicht doch einen Kommentar im Spruch gemacht hat. Kurz noch einen Blick. Ich bin sofort wieder da. So. Moment. Da ist nichts. Okay, vielleicht hat jemand anders noch eine Information. Also ich habe jetzt aus dem ersten Blick nichts gesehen. Gut. Also wie gesagt, auf jeden Fall, Fakt ist, jetzt kommt natürlich dann eine ganz interessante Konstellation vor dem Hintergrund dieses großen Verfalls. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie ist der Markt denn positioniert? Und wir schauen uns jetzt die Oberseite an. Da sprechen wir also von den sogenannten Calls oder geschriebenen Calls. Das heißt also, es gibt ja. Ich kann das mal kurz hier zeichnen. Hier. Es gibt ja Calls und Puts. Puts kann man sich am besten vorstellen, weil die haben ein Auszahlungsprofil, welches so ausschaut. Und das ist klassisch für eine sogenannte Versicherung, die man abschließen kann. Also mal anders formuliert. Wenn ich jetzt eine Aktie halte, die ein solches Auszahlungsprofil hat, ja, das heißt also, offensichtlich steigt, wenn der Aktienkurs steigt. Dann kommt es natürlich nichtsdestotrotz vor, dass ich sage, naja, ich möchte die Aktie ungern verkaufen, vielleicht weil sie Teil einer Dividendenstrategie ist, vielleicht weil diese Aktie eine Mitarbeiteraktie ist zum Beispiel. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, ich bin mir auch darüber im Klaren, es kann ja mal durchaus zu Schwankungen an den Finanzmärkten kommen, und dann kaufe ich eine Versicherung dafür. Und diese Versicherung lässt sich über eine sogenannte Put-Option erreichen. Und dann kann man zum Beispiel sagen, meine Linie im Sand liegt dann zum Beispiel bei 50 Euro. Sobald der Aktienkurs unter 50 Euro fällt, möchte ich eben versichert sein und kaufe dann einen Put mit dem sogenannten Basispreis 50 Euro. Und sobald eben die Aktie unter 50 Euro fällt, gewinnt diese Put-Option, also diese Versicherung an Wert. Also die Versicherung greift an dieser Stelle einfach. Und damit wird eben mein Verlust hier aus der Aktienposition kompensiert. So. Jetzt ist aber natürlich so, und das ist das, worauf wir eigentlich hinaus wollen. Wir denken so ein bisschen mal um die Ecke. Es gibt ja dann offensichtlich auch jemanden, der diese Versicherung verkauft hat. Also von mir aus ein Versicherungsunternehmen. Das ist nicht sehr plump gesprochen. Aber wie sieht denn das Auszahlungsprofil von so jemandem aus? Also hier ist dann diese Linie im Sand. Das heißt, ich zeichne das auch nochmal jetzt ein. So, nochmal schwarz. Hier, das ist der sogenannte Strike-Preis. Basispreis, ich schreibe das mal drüber. Basispreis. Und ja, jetzt muss es ja jemanden geben, der offensichtlich mir diese Option auch verkauft.
ne, der sich diese sogenannte Optionsprämie, die ich jetzt hier gerade skizziere, der sich diese vereinnahmt, der diese dann bezahlt bekommt. So, der hat ein folgendes Auszahlungsprofil. So. Oh, hoppala, einen Moment. So, ich hoffe jetzt, ich habe jetzt gerade eben einen Reminder bekommen. Normalerweise fängt jetzt nämlich in 15 Minuten das Morning-Meeting an. Offensichtlich heute nicht. Aber da werde ich dann von meinem Computer hier dran erinnert. Ich hoffe jetzt nicht, dass da das allzu dramatisch eben tatsächlich ist. Wenn man da jetzt so einen kleinen Erinnerungslaut im Ohr hat. So. Das ist ein bisschen verzerrt leider, aber nichtsdestotrotz. Was sich eben auch zeigt, ist, die haben ein beschränktes Gewinnpotenzial, nichtsdestotrotz ein unbeschränktes Verlustpotenzial, beziehungsweise bis null. Also eine Aktie kann nicht unter null fallen. So sieht also dann die sogenannte Stillhalterposition aus. Wir müssen da jetzt ein bisschen drüber fliegen, weil andernfalls verrennen wir uns hier so ein bisschen. Ja? Also es gibt noch wesentlich mehr Details zu nennen. Man könnte da ganze Stunden befüllen mit Optionspreistheorie und welche Auswirkungen das dann auf Kursentwicklung haben könnte, auch für uns, warum das relevant ist, für uns als FX-CFD-Trader zum Beispiel. Ich möchte an der Stelle das aber jetzt mit grobem Input eben belassen, einfach um das besser zu illustrieren. Und jetzt gibt es eben auch die Möglichkeit, davon wird man auch schon mal gehört haben, wenn man sich mit der Börse ein bisschen intensiver beschäftigt hat. Es gibt ja nicht nur Put-Optionen, es gibt auch Call-Optionen. Und die Call-Optionen, die sehen, zack, 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 so, die sehen so aus. Das heißt, die spekulieren darauf, dass der Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft, also wenn man eine Call-Option erwirbt, dann erwirbt man das Recht, einen Basiswert, in dem Fall zum Beispiel den DAX, zu einem vorher festgelegten Kurs in der Zukunft zu erwerben, auch wenn der DAX höher handelt. Das heißt, mal angenommen, der Basispreis liegt bei 12.000 Punkte und der DAX notiert jetzt aktuell bei 12.200 Punkten. Dann darf ich den DAX ausgehend von meiner Call-Option zu 12.000 Punkten kaufen und habe eine Differenz. Also ein Gewinn in dem Fall von 200 Punkten eingefahren. Also es wird meistens, man sagt dann Cash settled. Das heißt, da wird dann entsprechend das Geld ausgezahlt. Es ist nicht so, dass ich den DAX in Form eines Futures oder sowas geliefert bekomme, dann eben zu 12.000 Punkten oder dergleichen ins Depot eingebucht bekomme, sondern das wird dann eben, diese Differenz wird mir dann eben auf ein Kontobuch geschrieben. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass eben hier in diesem Zusammenhang das Auszahlungsprofil einer Call-Option so ist. Und folglich können wir das auch auf den Kopf stellen. Dann gibt es offensichtlich auch jemanden, und diesmal mache ich das mal so, dann gibt es eben auch jemanden, der mir diese Option verkauft haben möchte oder wird. Ja, das ist der sogenannte Stillhalter. Und der verdient dann offenbar just in dem Moment hier, wo der Markt unterhalb des Basispreises zum Verfall eben notiert. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Man könnte das Ganze zusammenfassen mit: Wenn der Markt steigt, gucke ich mir die Calls an. Wenn der Markt fällt, gucke ich mir die Puts an. Und ich gucke mir im Endeffekt eigentlich jetzt den Moment an, wo entsteht bei dem Stillhalter, der in großem Umfang am Markt unterwegs ist. Wir können uns das als großes Versicherungsunternehmen, wenn man so möchte, vorstellen. Wo entsteht bei denen großer Schmerz? Und wo müssen die aktiv werden? Wo müssen die dann intervenieren und sich entsprechend absichern gegen einen in dem Fall weiter steigenden DAX oder gegen einen fallenden DAX? Das Interessante ist, dass diese Information eben in der Tat frei verfügbar ist im Internet, auf der Webseite der Eurex, in auch nicht besonders schön aufbereiteter Form, aber nichtsdestotrotz hier sich eben entsprechend wiederfindet. Also wie gesagt, wenn man sehr grob betrachtet, und das könnte man jetzt natürlich noch ausdehnen, und man könnte sich jetzt hier eben anschauen, zum Beispiel auch die weiteren Verfallsmonate. Wie sieht es denn jetzt in 3 Monaten aus zum nächsten großen Verfall zum Beispiel dann? Oder, aber wir wollen es hier relativ grob halten und wir wollen es an der Stelle auch nicht komplexe Strukturen wie Iron Condors und Straddles und Strangles und Co. thematisieren. Wir wollen uns einfach die nackte Positionierung anschauen, um ein Gespür dafür zu bekommen, warum sollte beim Überschreiten eines bestimmten Kursniveaus Nachfrage in den Markt kommen, beziehungsweise warum sollte der DAX dann an der Stelle in einem bestimmten Bereich Schwierigkeiten haben, weiter aufwärts streben zu können. Und
Genau da liefert eben diese Betrachtung jetzt eine Antwort. Wir haben hier auf der linken Seite Strike-Preise, das sind also die Basispreise. Und ich nehme jetzt ganz bewusst eben übrigens hier nur die runden Level, auch 12.100 zum Beispiel. Kann man hier erkennen. Und was man eben erkennen kann, ist, dass die signifikanteste Erhöhung hier jetzt in Reichweite, so nenne ich das mal, die 12.300 ist, nicht die 12.200. Was wir erkennen können, ist nämlich, dass hier offensichtlich ein fast doppelt so hohes Open Interest liegt. Also das heißt, das Interesse der Marktteilnehmer am größten war. Wir haben Optionen, Call-Optionen an dieser Stelle auf die 12.300er Marke geschrieben. Und übersetzt bedeutet das, die wetten drauf, dass bis Freitag, 13 Uhr, der DAX unterhalb dieses Levels notiert. Nichtsdestotrotz ist dieses Level offensichtlich von höherem Interesse als zum Beispiel das 12.200er Level an dieser Stelle. Und so komme ich zu der Aussage, dass ich sage, wenn ich den DAX jetzt trenden sehe, dann sehe ich ihn über die 12.200, deutlich über die 12.200er Marke trenden, aber sehe ihn eben, ich sag mal, gecapped, also das heißt Deckel drauf, bei 12.300 Punkten. Und mit dieser Information im Hintergrund erkennt man dann, weswegen ich trotz dieser insgesamt eher für ein sogenanntes Take-Profit-Level sprechenden Marktstruktur, die wir im DAX finden, für heute durchaus willens gewesen wäre und eventuell auch noch bin. Also man könnte jetzt natürlich auch schon sagen, Moment, was ist meine zweite Position? Warum nimmst du denn dann den Gewinn jetzt hier nicht mit? Eben genau deswegen. Also den ersten Take-Profit haben wir jetzt erreicht und ehrlich gesprochen läuft es eigentlich optimal, weil wir eben noch eine zweite Strategie haben, hier mit der Long-Position im DAX, die eben aus einem anderen Systemansatz folgt, bei der ich bereit bin, auch ich sag mal zu pokern, also zu sagen, ich lasse die Position stehen und ich spekuliere darauf, dass wirklich ein tiefer Lauf infolge der jetzt gerade gemachten Ausführung hier über die 12.200er Marke entsteht. Und dann vielleicht auch für einige der Verluste der jüngeren Vergangenheit hier in der Lage ist zu entschädigen. Also, dass man ausreichend jetzt mal verdient, um mal so drei, vier schlechte Tage eben, die im DAX entstanden sind, in der jüngeren Vergangenheit eben zu kompensieren und uns dann wieder, da sind wir wieder ganz rund hier, uns wieder näher an die Wasseroberfläche eben entsprechend zu befördern, dass wir früher oder später es doch noch schaffen, eben hier mit dem Kopf uns über Wasser eben zu befinden. Das sind zwar noch 200, 220 Euro, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Also Hoffnung an der Stelle bezieht sich jetzt nur darauf, dass wir gerne hier diese rote Linie wenigstens zurückerobern wollen. So, das also jetzt mal en Detail dazu, wieso jetzt die Eurex dort in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt. Ich muss jetzt mittlerweile übrigens mal ganz kurz was trinken, kurz einen Augenblick bitte. So, und bevor wir uns jetzt dann dem euro-japanischen Yen widmen, würde ich gerne mal erstmal die Fragen durchgehen. Ah, okay. Also Werner stellt schon mal sehr interessante Frage. Wird jede Range gehandelt oder muss diese bestimmte Bedingungen haben? Das ist jetzt zum Beispiel was, das habe ich jetzt nicht thematisiert. In meinem Fall muss sie das. Ich habe sie hier in der Basisversion nicht thematisiert. Ich zeige das nochmal kurz. Das waren die Kriterien dann für den Open Range Breakout bei den DAX, die Basiskriterien. In meinem Fall ist es noch so, dass ich zusätzlich eine Open Range benötige, die mindestens 0,2% beträgt. Also das bedeutet, wenn der DAX jetzt bei 12.000 und heute früh 12.100 Punkten rundgesprochen tradet und dann eben entsprechend, ich sage, eine Mindest-Range-Breite von 0,2%, dann heißt das, dass die Range mindestens 25 Punkte breit sein muss oder größer. Das hatte ich aber vorher schon abgemessen gehabt und deswegen auch gar nicht weiter thematisiert, weil ich wusste, dass die Range breit genug ist. Wenn wir 5 Minuten in Range uns anschauen, kann man das hier erkennen. Diese Range, die hat ja offensichtlich mehr als 30 Punkte betragen und damit war sie ausreichend breit. Das ist auf jeden Fall ein Kriterium, was man mit einbeziehen kann und was auch durchaus sinnvoll ist, das zu machen, besonders für Marktumfelde, die eben verhältnismäßig volatil sind. Also zum Beispiel Zeiten rund um Weihnachten, ja, oder Ostern zum Beispiel, dass man da eben vermeidet, mit einem, dass man in Trades eingestopft wird, wenn man den automatisiert durchlaufen lässt, den Ansatz, und eben nicht zum Beispiel den Automaten dann ausschaltet, dass man dann eben vermeidet, dort Trades einzugehen, die einfach in einem sehr, sehr unvorteilhaften Marktumfeld eingegangen werden sind. Oder würden, so muss ich es formulieren. Sven fragt,
Ja, das ist jetzt der sogenannte Open, der High-High-Low-Low-Indikator oder auch in unserem Sphären Trader-Jargon Donkey-Channel. Das sind diese schwarze Linie, die um den Chart rumliegt. Und das ist eine Möglichkeit, ein Stop-Management zu machen. Ist eine, die allerdings in meinem Trading sehr, sehr selten eine sehr, sehr seltene Anwendung findet. In der Tat. Also bedeutet etwas anderes, wenn ich mit einem anderen Exit Management, also mit einem vorgefertigten Take Profit Level arbeite, arbeite ich in meinen Intraday-Positionen mit einem Super Trend und nicht mit dem Donkey Channel. So, der Jan-Peter, der ist jetzt leider schon, steht hier, hat das Webinar schon verlassen oder ist wieder da? Ist nicht, vielleicht ist auch wieder da. Er schreibt was ganz Interessantes, worauf ich gerade schon mal so ein bisschen eingegangen bin, aber tatsächlich ist nur so an der Oberfläche angekratzt habe. Wir haben, ich schaue es mal ganz kurz, aber wenn ich mich nicht irre, ich muss jetzt noch mal kurz hier in meinen Kalender schauen. Einen Augenblick. Nee, in der Tat ist nächste Woche in dieser Reihe das letzte Webinar. Nächste Woche Mittwoch schauen wir uns die FED an. 19:45, also relativ spät abends, ist da nochmal ein Webinar. Ich hatte jetzt aber mal, ich hatte so ein bisschen gehofft jedenfalls, dass da vielleicht noch ein Psychologie-Webinar kommt. Ich will aber zu den Link, den haben wir nämlich eingestellt. Einen Augenblick, ich schaue mal ganz kurz hier parallel auf dem Bildschirm. Ich suche den Link und dann stelle ich den gleich ein. Und zwar der YouTube-Channel von. Ne? So, Moment. Hier. So, und also das ist der Tickmill YouTube-Channel. Findet man, also youtube.com und dann einfach Tickmill suchen. Ah, sehr gut. Und dann kann man hier die Videos anschauen. Also da wird man auch feststellen, da sind nicht nur Videos mit mir, sondern da sind natürlich auch Videos von beispielsweise hier dem Mike zu finden. Ja, zu Gold, Euro, Pfund, Bitcoin zum Beispiel heute hat er einen Vortrag gehalten. Ich wollte jetzt aber aus einem ganz bestimmten Grund hier hin, nämlich wir müssen ein bisschen scrollen. Irgendwo gibt es hier nämlich auch eine. Betrachtung, ja, ich meine nicht schlecht. Problem ist, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann die Trading-Psychologie war. Also hier haben wir schon mal drei. Live-Trading gab es schon mehr. Kurz noch einen Weg. Ich schaue mal eben ganz kurz. Wann hatten wir das letzte Mal die Trading-Psychologie? Moment. Also, wir hatten den 14. Ja. Das war die DAX-Strategie. Dann hatten wir den 7. Das war die Psychologie. Also, der. Also, wie können wir mal den Tab öffnen? So. Und den Link stelle ich jetzt mal ganz kurz in die Chatbox. Trading-Psychologie Aufzeichnung. Bei Interesse sehr gerne nochmal anschauen. So, und jetzt nochmal kurz zu der Frage. Also, Jan-Peter fragte nämlich, ich glaube, für die meisten geht der Stress erst beim Trade-Managen los. Würde ich tatsächlich gar nicht mal so sehr sagen. Das ist auch schon häufig vorgekommen, das habe ich auch schon gesehen, dass es sehr, 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 sehr große Probleme gab, überhaupt erstmal die Trade abzudrücken. Ja, aber Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass egal was es ist, ob es jetzt das Abdrücken des Trades ist oder auch das Managen des Trades, wo ich übrigens ebenfalls auf jeden Fall mit d'accord gehe, denn das ist auch beobachtbar. Wenn man mal einen besonders Anfänger beobachtet hat, also jetzt zum Beispiel, wenn
wenn ich als Coach zum Beispiel mit einem Anfänger, der komplett neu mit der Materie in Kontakt kommt, eben zusammenarbeite. Das ist unfassbar, wie aufgeregt er ist in diesem Moment, was der alles plötzlich sieht, warum er Gewinne mitnehmen will und dann kann er wieder einsteigen und so weiter. Also das ist so eine richtige, ich nenne sie mal Emotionsexplosion, die dort eben entsprechend an der Stelle stattfindet. Und der Grund dafür, wo das herkommt, das hat meistens damit zu tun, dass der Trainer nicht weiß, was er tut. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Das zeigt auch nochmal, warum es so wichtig ist, einen klaren Plan zu formulieren, den man auch dann bedingungslos folgt. Erstmal zu wissen, was steckt da überhaupt drin, was kann ich erwarten. Das heißt also, ich muss dann natürlich den entsprechenden Backtest und dergleichen mal durchlaufen lassen. Und dann eben habe ich eine Idee davon, welche Erwartung ich in dem Fall allerdings für ein bestimmtes Zeitintervall haben konnte. Ja, also das heißt, das sieht dann so aus. Wenn ich dann diesen Backtest über einen relativ langen Zeitraum eben entsprechend habe laufen lassen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auch in Zukunft so performt, dass das einem bestimmten Trend folgt, ist auf jeden Fall sehr hoch. Und dann gilt es natürlich für mich, diese Kernkomponenten eben entsprechend zu stabilisieren, hinsichtlich Trefferquote, Verlustquote und auch Payoff-Ratio, natürlich nach Möglichkeit noch zu verbessern, Stichwort Erwartungswertoptimierung. Nichtsdestotrotz ist es eben tatsächlich so, dass das wiederum erstens eine ganze Menge Vorarbeit nach sich zieht und, wie gesagt, dann wiederum natürlich auch damit einhergeht, dass man eben einem klar formulierten Plan folgt. Und das ist eigentlich das, was die wenigsten wollen, wenn sie im Training wollen. Die meisten wollen eben tatsächlich Action haben. Und genau daraus resultiert wieder, wenn ich nicht weiß, was ich erwarten darf oder wenn ich eben nicht weiß, was der nächste Schritt ist. Und das ist ja jetzt genau der Punkt. Wenn ich jetzt hier eben schaue, diese Punkte so durchzugehen in Bullet Points, ja, definiere Einstieg, Ausstieg, fertig. Also definiere die Range, definiere den Vorteil, platziere die Order, handle den Trade und dann steige aus, wie eben vorher formuliert. Also entweder Stop out, Take Profit oder nehme den Trade raus, falls er jetzt weder Stop noch Take Profit erreicht, nehme den Trade raus, 21,50 manuell, egal wo er entsprechend tradet. Dieses Durchlaufen ist extrem schwierig, besonders eben auch, wenn es ganz klar so vorformuliert ist, weil eben dazwischen es wirklich langweilig ist. Also ihr habt es gerade ja live mitbekommen. Ich bin den Trade eingegangen, habe meine Gedanken weiter ausgeführt, habe den Trade gar nicht weiter berücksichtigt. Es hatte aber nicht damit zu tun, weil ich mir einfach dachte, das ist mir sowieso egal, sondern ich weiß einfach, entweder er läuft jetzt für mich oder er tut es nicht. Er ist für mich gelaufen, super Sache. Wäre nicht für mich gelaufen, auch super Sache. Also es bleibt ja unterm Strich trotzdem ein positives Gesamtergebnis. Und der Grund für Emotionen, also um darauf zurückzukommen, der Grund für diese Emotionen ist, dass die wenigsten wirklich wissen, was sie erwarten dürfen, ob das, was sie tun, wirklich funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Das ist allerdings, das hat nichts mit Intelligenz oder dergleichen zu tun. Das ist immer ganz wichtig noch zu erwähnen, sondern das hat damit zu tun, dass Trading einfach per se etwas unfassbar Abstraktes ist. Und dass es unglaublich schwierig ist, eben tatsächlich diesen hohen Abstraktionsgrad wirklich Herr zu werden. Dafür braucht man eben diese klar formulierten Pläne. Und ja, bevor ich das wieder wiederhole, wie gesagt, eben, dass man diesen klaren Ablaufplan nicht hat, resultiert darin, dass man eben erst unfassbar emotional eben tatsächlich wird und dann auch tatsächlich zu teilweise sehr irrationalen Herangehensweisen eben tendiert. Auch eine sehr interessante Frage, die Martin fragt, und da kommen wir jetzt automatisch dann zu dem Trade, nämlich den Euro-japanischen Yen. Ist die Range nicht relativ groß, fragt er, für einen TP von 1,7? Ja, mit Sicherheit. Und das war auch das Erste, was ich heute Morgen gedacht habe. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob heute noch ein Trade geführt wird. Ich bin jetzt mal gespannt, ob es überhaupt hier, dazu müssen wir es wie gesagt mal verordnen. Der Einstiegskurs liegt bei 130, 40. Das heißt, ihr müsst jetzt nochmal 35 Pips von den derzeitigen Niveaus rutschen und es einstoppen in den Trade. Und dann ausgehend davon noch einmal 200 Pips Pi mal Daumen laufen, um eben die 128,61 abzulaufen. Also das ist schon sehr, sehr weit. Und es gibt dann auch, jetzt muss ich allerdings kurz mal schauen, den Daily Range Indikator hier drin. Nee, habe ich nicht. Kurz einen Augenblick. Lässt sich aber schnell ändern. Einen Augenblick. Ablaufplan ist es nicht. Moment, Moment, Moment. Muss man eben jetzt hier kurz schauen.
glaube, das Format, das ging nicht hochzuladen. Das ist ein bisschen bedauerlich. Das könnte durchaus sein, dass da jetzt gleich die Frage kommt, ey, cool, wo kriege ich den her, weil der ist wirklich cool. Schick gerne Elena eine Mail. Also an Tickmill. Elena stellt bestimmt ihre E-Mail-Adresse in die Chatbox ein. Und ich würde Elena dann den Indikator zukommen lassen. Also den kann man auch kostenfrei erwerben im Internet. Nichtsdestotrotz ist das Problem, dass der, glaube ich, relativ schwierig zu finden ist. Und so, ich füge ihn jetzt mal ganz kurz hier ein. So, da taucht er auf, Daily Range Indikator. Jetzt muss ich eben hier dieses Fenster updaten, aktualisieren. So, und jetzt taucht er hier auf und mal da, Daily Range. Ziehen wir mal rein. Jetzt gucke ich mal kurz. Wir haben der erste Durchschnitt, der zweite Durchschnitt, der dritte Durchschnitt. Das sind Tage. Ja? Das ist First Average, Second Average und Third Average. Erster, zweiter und dritter Durchschnitt, der berechnet wird. 5 Tage, 10 Tage, 20 Tage Durchschnitt. Und dann kann man den hier einfügen, zack, und man sieht dann dort unten die vorherige Handelsspanne des Tages. Da sind wir bei 94 Pips, das war gestern. Man hat dann die durchschnittliche Handelsspanne der letzten 5 Tage, liegt bei 109 Pips. Die letzten 10 durchschnittlichen Tage liegen bei 113 und die letzten 20 Tage liegen bei 120. Das heißt also etwas anders formuliert, wird der Trade hier getriggert? Dann müssen wir auch mal davon ausgehen, der Markt ist ja früh, ist heute Morgen schon mal bis in diese Gefilde um 131 gelaufen. Dann gehen wir davon aus, dass der heute das Dreifache der durchschnittlichen Handelsspanne der letzten 10 bzw. 20 Handelstage läuft. Das ist jetzt mal in absoluten Zahlen ausgedrückt, was Martin schon absolut richtig anmerkt. Also das kann man auch offensichtlich sich anders erschließen, wenn man einfach den Chart anschaut. Aber nichtsdestotrotz, es gibt Möglichkeiten, sich das auch dann in konkreten Zahlen eben hier illustrieren zu lassen. Und so, nun ja, es ist eben so, dass ich jetzt ausgehend davon mir natürlich die Frage stellen muss, sollte ich diesen Trade jetzt eingehen oder sollte ich es nicht tun? Also sollte ich ihn eingehen im Sinne von, hat er überhaupt eine Chance, realistisch ins Ziel zu laufen oder nicht? Und jetzt ist das Interessante dabei, wenn du einen solchen Backtest machst, also jetzt zum Beispiel, wie wir ihn hier für den DAX gehabt haben, aber man könnte das jetzt auch für den Euro-Yen zeigen, man könnte das auch für den S&P zeigen und so weiter. Wenn du solchen Backtest machst, dann gehst du nicht explizit her und sagst, dieses Marktumfeld will ich jetzt nicht traden oder heute bin ich für den DAX zum Beispiel nicht willens, mich zu positionieren oder im Euro nicht willens zu positionieren, weil eben dort eine EZB-Leitzinsentscheidung, so ein FED oder was auch immer, sondern du handelst den unabhängig davon einfach straight durch. Und das ist eben genau dann der Grund, weswegen dieser Ansatz konkret einfach nur durchgehandelt wird an der Stelle, weil wir eben auch im Backtest selber keinerlei Berücksichtigung dessen vorgenommen haben. Plus ergänzend kommt noch hinzu, die Aussage als solche ist zwar verhältnismäßig harmlos formuliert und auch nicht dramatisch, aber nichtsdestotrotz, wenn man jetzt und ich merke das bei mir selber auch. Wenn ich jetzt hergehe und sage, na, die Range ist viel zu breit, ich will das heute gar nicht handeln, Euro japanischer Yen hier, dann hat das im Kern den Charakter, dass ich mir anmaße, vorhersagen zu können, wohin der Markt läuft oder wie weit er tatsächlich läuft. Das ist, glaube ich, noch viel dramatischer, als nur die Richtung vorherzusagen, ob drauf oder runter geht. Und das ist etwas, was man auf gar keinen Fall tun sollte. Also, oder da sind wir wieder bei dem klassischen Bauchgefühl oder auch generell sogenannten kognitiven Verzerrungen, sogenannter Hindsight Bias. Also wenn jetzt der Trade getriggert wird und dann nicht ins Ziel läuft, dann sagt man, das siehst du, habe ich doch gesagt. Eventuell wird er sogar nur eingestoppt und dann anschließend läuft er hier in den Verlust und wir haben sogar einen kleinen Verlust für den Tag. Jetzt nichtsdestotrotz ist es aber eben entsprechend so, man erinnert sich aber nicht an die Male, wo man solche Trades eben eingeht und die sind tatsächlich in den Take Profit gelaufen. Zum Beispiel gestern, da bin ich für den Euro-japanischen Yen auf der Oberseite verhältnismäßig skeptisch gewesen. Das hatte damit zu tun, dass eben diverse Gründe, besonders nach dem relativ schwachen Wochenschluss, nach einer recht starken Reaktion wiederum auf die EZB letzte Woche, Donnerstag bereits, dass einige Gründe dafür gesprochen haben, dass eigentlich der Euro eher schwach ausschaut. Und gestern wurde der Trade auf der Long-Seite generiert. Das war hier, das war die Range. Nee, Moment, ich zeige hier. Das war die Range gestern. Das ist der Trade hier auf der Oberseite generiert worden.
So. Und ist tatsächlich dann ins Ziel gelaufen. Also es waren 53 Pips, das war eine verhältnismäßig enge Range eben auch entsprechend. Nichtsdestotrotz, ich war gestern nicht wirklich davon überzeugt, dass es gelingt, gegen diesen Bereich so weit anzulaufen, dass wir noch in den Take Profit laufen. Es hat funktioniert. Um es ganz kurz und bündig zu sagen, es hat funktioniert. Genauso wie ich aber zum Beispiel auch nach der EZB, das war wiederum am Freitag letzte Woche, nach der EZB zum Beispiel hier sehr gerne die Long-Seite willens war zu traden, weil ich dachte, da gibt es definitiv noch Momentum auf der Oberseite, was noch nicht abgeschafft zu sein scheint, nur um dann zu sehen, dass der Markt gegen diesen Bereich austoppt und tatsächlich dann ausgestoppt wurde. Also das bedeutet, ich liege mit meinen Einschätzungen hier verhältnismäßig, also mindestens genauso oft richtig, wie ich falsch liege. Und jetzt unterm Strich ist es eben so, dass ich da keine ausreichend große Sample Size habe, ob meine Interventionen wirklich profitabler Natur sind, also einen positiven Erwartungswert generieren, was wiederum nach sich zieht, dass ich aktuell einfach nur ganz stupide die Basisstrategie erstmal durchhandle, um solch eine Sample Size an sogenannten Interventionen und wie profitabel diese Interventionen sind, eben aufzubauen. Was meine ich damit übrigens? Ich schau mal kurz. Ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ist nicht schlimm. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich die Datei habe. Da könnte ich jetzt mal zeigen, wie solche Interventionen aussehen. Also sprich, ich habe die Basisstrategie und dann dokumentiere ich eben, wie gut habe ich im Vergleich zu der Basisstrategie abgeschnitten. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Ich sage dann, wenn ich heute zum Beispiel 50 Punkte besser meinen Trade geschlossen habe durch diskretionäre Intervention als die Basisstrategie, dann sehe ich das in meinem Trading Journal mit einem plus 50. Wenn ich den Trade 50 Punkte schlechter geschlossen habe als die Basisstrategie, weil ich den Markt falsch eingestellt habe, ist es ein minus 50. Und im Falle der Basisstrategie für den DAX, also wenn man den Trade hier unten sieht, das mit blau hinterlegt ist, ist es zum Beispiel so, dass ich auf jetzt mehr als ein Jahr, also sind fast 300 Trades, auf die wir uns hier beziehen, habe ich im Schnitt fast 1000 Punkte besser abgeschnitten durch meine Intervention. Das heißt also, meine Intervention scheint hier sinnvoll zu sein. Aber solche Sample Size zum Beispiel fehlt mir für den Euro-Yen aktuell. Und deswegen würde ich eben nicht intervenieren. Ergänzend zu dem, was ich schon alles bereits gesagt habe. Also nicht, dass ich es nicht tun würde. Also da gibt es das ein oder andere Experiment, was ich dann auch anhand des sogenannten Forward-Tests laufen lasse. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich da eben, ja, wie sehr zurückhalte, einfach. Auch, das hat auch noch einen anderen Grund, in Euro-Japanischer Yen oder generell, Yen Crosses sind dafür bekannt, sehr trendstabil zu sein. Also, das heißt anders formuliert, auch wenn die durchschnittliche Handelsspanne der letzten Tage jetzt nur 100, 110 Pips eben tatsächlich war, so ist es dennoch so, dass ich sagen würde, ich wäre nicht überrascht, wenn tatsächlich dann tatsächlich solch ein Lauf auch mal initiiert wird über einen Handelstag. Wobei die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, denn das in der Vergangenheit ist es besonders auf den Nebenkonten eben nach EZB oder Bank of Japan in dem Fall Leitzinsentscheidung. Und da steht die nächste tatsächlich erst morgen an. Also das heißt am 19. Oh, nee, das ist falsch angekommen. Andreas fragt gerade bezüglich der. Ganz kurz, einen Moment. Werner hatte gerade jetzt nochmal die Frage wiederholt. Ich hoffe, dass es angekommen ist. Also es wird nicht jede Range gehandelt in meinem Fall. Was ich vorgestellt habe, ist die Basisstrategie. Also ich hatte die Frage gerade schon, ist ein bisschen länger jetzt ja schon her, aber die hatte ich beantwortet, dass ich eben dort eine Rangebreite für den DAX von 0,2 Punkten, Entschuldigung, 0,2% brauche, die aber erfüllt war heute. Deswegen haben wir den Trade machen können. Aber wäre die jetzt kleiner gewesen, die Range, dann hätte ich große Bauchschmerzen gehabt, eben tatsächlich diese Range zu handeln. Gut, zu Andreas, warum nur Euro-Yen Short? Das ist falsch rübergekommen. Also es ist nicht nur Short Trades, sondern es hat jetzt einen Short Trade, weil es eine Short Order in den Markt gegeben worden, ein Sell Stop. Und das hat damit zu tun, weil eben wir unterhalb dieser nicht ganz gut erkennbar, oder vielleicht doch gut noch erkennbaren blaufarbenen Linie sind. Das ist der EMA 11. Also wenn wir drunter handeln, und das tun wir hier, die Kerze haben runtergeschlossen, das ist nicht ganz so gut erkennbar jetzt in dem Fall. Mal rein, da sieht man es. Der Schluss war hier dieser roten Kerze unterhalb dieser blaufarbenen Linie, deswegen wird die Short Order in den Markt gelegt. Gleiche Handelslogik wie auch im Open Range Szenario für den DAX von heute früh. Genau das gleiche. Und übrigens auch, das kann man auch hier noch sehen, nur kurz zu den Statistiken. Zu dem gehandelten Konto hier, Euro-Yen, Symbol und Direction, SYM plus DIRP. Da sieht man es, Euro-Yen haben wir sowohl Kauf- als auch Verkaufsorders.
oder Trades gemacht, wo man auch sehen kann, dass die Verkaufstrades nur die Kaufseite um einen Punkt über einen Trade überschreiten. Interessanterweise übrigens ist die Long-Seite aktuell sehr viel profitabler als die Short-Seite. Mit einer Trefferquote von 60% aktuell, also wirklich phänomenal gut. Da muss man auch früher oder später mal aufpassen, denn genau das, was wir zu Beginn dieses Experiments, dieses Projektes hier, eben unter der Erwartung gelaufen sind, lauten die jetzt auf der Long-Seite jedenfalls mindestens in meinen Augen auch ein bisschen über der Erwartung. Das heißt also, es könnte durchaus sein, dass ich zeitnah hier andere Interventionen auf den Weg bringe, die Trades zwar umsetze, aber zum Beispiel die Positionsgröße dann reduziere. Also das heißt, weniger aggressiv den Euro-Yen trade, weil ich einfach davon ausgehe, dass der ein oder andere Long-Trade in näherer Zukunft eventuell nicht mehr ganz so sinnvoll verhindert ist. Das hängt aber dann auch so ein bisschen von den jeweiligen Marktbedingungen und dergleichen natürlich ab. Ja, Elena fragt, wie kommt es, dass der DAX trotz des Einbruchs heute Nacht wieder so stark ist? Also meine Einschätzung war es auch heute früh. Deswegen, ich kann an der Stelle sagen, es ist bei mir erstmal nach dem Blick auf den Chart und ausgehend von der gelieferten Price Action keine so große Überraschung, finde ich. Wenn man jetzt einen Grund ins Feld führen müsste, dann würde ich damit gehen. Kurzen Augenblick. Das ist heute Morgen eine interessante Anmerkung. Kurzen Augenblick. So, ich ziehe mal eben den Tab hier rüber. Das ist aus meinem Twitter-Konto, Twitter-Account. Ne? Oh, Moment. Also, ich Quatsch, jetzt sehe ich gerade. Deswegen funktioniert es nicht. Kein Augenblick. Das ist Google Chrome und das ist hier Mozilla, mit dem ich arbeite. Deswegen machen wir so. Zack. Und zwar hier. Da kam erstmal die Meldung. Das war heute früh. Übrigens, weil ich habe heute Morgen gar nicht guten Morgen gewünscht, wie ich das normalerweise mache. Asche auf mein Haupt. Hoffentlich sieht das nicht meine Mutter. All die Jahre an Erziehung und so. Nein. Hier ist die Meldung. Habe ich geretweetet. Trump Administration to impose tariffs on approximately 200 billion USD worth of imports from China effective September 24th. Das heißt also, hier ist die erste Tranche eben tatsächlich von 200 Milliarden in Importzöllen. Das Interessante ist jetzt aber, nachdem das gelaufen ist, wie gesagt, kam dieser Push auf der Unterseite, auch im Asiat oder primär im asiatischen Markt. Aber es gibt eine ganz interessante Entwicklung. Das hat dann hier dieser Follower, oder nicht Follower, sondern dieser Blogger, wie auch immer, Twitterer, eben getweetet gehabt. Und zwar der China Composite zum Beispiel ist 1,2% angestiegen, also hat sich stark präsentiert, eben auf diese News. Im Morgen noch, wo wir eben stark unter Druck geraten sind. Und hier könnte das als möglicher Grund herangeführt werden. The tariff rates will only be lifted to 25% in January, so there's still time and room for China and US to engage in negotiations. Also auf Deutsch. Erst ab Januar 2019 ist genau mit dieser Implementierung dieser Importzölle zu rechnen. Das heißt, es gibt noch Zeit und Raum. Wir haben gehört in der Vergangenheit schon, es gab diverse Meldungen, dass China und die USA sich durchaus noch bereit sind, an den Tisch zu setzen und hier bezüglich ihrer Handelsbeziehungen in Diskussion zu treten. Wir erinnern uns daran, dass auch Steven Mnuchin, der US-Finanzminister, da aktuell aktiv wohl ist und aktiv die Verhandlungen auch führt. Und das ist ein Zeichen, dass es eine sogenannte Chefsache ist, wenn man es mal so formuliert. Dass da wirklich auch der Wille besteht, eben eine Lösung herbeizuführen. Und es könnte durchaus sein, dass der Markt vielleicht initial zwar erstmal geschockt auf diese News reagiert, aber jetzt eben tatsächlich dann in der Lage ist, sich zu erholen, weil er eben sagt, da wird sich aber noch irgendwie in irgendeiner Form eine Lösung eben tatsächlich abzeichnen. Was aber auch auf Verkehrsseite, egal was der Grund ist. Ich habe meine Trades bis jetzt gut aufgesetzt, so sage ich mal. Ich fühle mich wohl, sowohl in der Long-Position hier, die wir aus dem Systemtrade haben, als auch bin ich glücklich darüber, dass heute früh der Open Range Breakout super funktioniert hat. Und ja, freue mich einfach, dass mehr Käufer im Markt sind als Verkäufer. Also das sind jetzt Gründe, die kann man jetzt im Nachgang sicherlich ins Feld führen. Sind jetzt allerdings auch nicht so, ich nenne sie jetzt mal die Real Deals, die da jetzt irgendwie kommuniziert worden sind. Es hat einfach heute früh einfach gut gepasst. Alles gut gepasst. Da würde ich über Google empfehlen.
Dimitri fragt gerade, wie kann man denn solche Handelsautomaten eben erwerben? Einfach mal googeln. Man kann sich die auch selber programmieren lassen. Das ist natürlich ein bisschen kostenintensiv, wenn man eigene Programmierkenntnisse hat. Das ist noch die günstigste Version. Da ist es dann auch so, dass das natürlich vorausgesetzt ist, dass man die Programmiersprache hier MQL4 beherrscht. Die ist allerdings sehr ähnlich an C angelegt. Also wenn da die Basis besteht, also die Programmierkenntnisse, dann kann man sich das relativ einfach, möchte ich fast schon sagen, selbst erstellen, weil eben die Regeln auch relativ klar sind, eben tatsächlich. Wie gesagt, die sind klar definiert. Also das lässt sich einfach zack, 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 entsprechend so auch in den Automaten, glaube ich, gut eingeben. Das ist auch übrigens was. Martin fragt gerade, wie sieht es eigentlich jetzt aus mit dem zweiten Trade? Nämlich, würdest du den Stop jetzt im DAX zum US-Markt hin auf Break-Even ziehen, unter der Annahme, dass vielleicht die USA den Markt durchaus drehen könnten? Ich würde das nicht zwangsläufig abhängig machen von den USA, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Das wäre jetzt natürlich dann ein guter Grund, wie könnte man das Feld führen. Mein Wunsch wäre, da der Trade eingegangen wurde hier im Bereich um 12.069 Punkte, wie man hier sehen kann. Ach so, ich sehe ich gerade übrigens. 100 Punkte haben wir schon verdient. Also tatsächlich ist es so, dass der Markt ja schon mehr als 100 Punkte verdient hat. Also in der Tat ist es so, dass ich da früher oder später den Stop wahrscheinlich jetzt sogar auf Break-Even nachziehe. Aber weniger wie in den US-Märkten, sondern ich hatte jetzt gerade im Gedanken schon die ganze Zeit für mich mal so eine Linie im Sand. Und wenn der Markt 100, 120 Punkte nach dieser Basisstrategie für mich gelaufen ist, dann ist das derjenige, welchen Moment wo ich den Stop nachziehe auf Break-Even. Und das ist jetzt tatsächlich schon erfolgt. Also das bedeutet etwas anderes, das wird wahrscheinlich dann jetzt im Anschluss an das Webinar meinerseits noch betätigt. Also ich würde gerne noch ein bisschen die Marketing abfahren, wobei ich allerdings sagen muss, eigentlich es könnte sich nicht besonders viel verändern jetzt, weil wir jetzt da oben hier oder hier dramatischer abkippen. Ganz besonders auch, weil der Markt ja fast im Bereich der Tagestiefs, den haben wir hier erwischt. Da willst du mit Sicherheit nicht mehr Long haben, auch weil wir dann sehr wahrscheinlich unter die blaufarbene Linie fallen, welche dann der 50er immer eben mit dem Intraday-Vorteil eben rausgibt. Ja, und wenn wir da drunter fallen würden, würde der Vorteil ganz klar in Richtung Short switchen. Also insofern ist es auf jeden Fall, denke ich, absolut legitim, den Stop jetzt nachzuziehen. Haben wir gekauft 69,5 und sind wir bei 71. So, 2 Punkte Profit. So. Okay. So. Ja, genau. So, gibt es noch weitere Fragen? Irgendwas, wo ihr sagt, ich habe jetzt auch gerade einen Trade hier im Laufen. Das würde mich total interessieren, wie du da die Situation einschätzt, beispielsweise. Eine Einschätzung, weiß ich nicht, zur vielleicht neuseeländischen Notenbank. Habe ich jetzt zwar nicht offen, aber ich finde die Situation, finde ich hier eigentlich ganz interessant. Da gibt es morgen Zahlen, die veröffentlicht werden. Ich schau mal ganz kurz. Sind die? Da ist er. Ich will mal ein neues Chartfenster aufmachen. Und ich mache mal kurz Folgendes. Ich passe mal eben hier kurz das Fenster ein bisschen an. Und Balken hoch. Ach so, ja, Balken hoch. Wir haben keine Balkencharts, wir brauchen ja Kerzen. Kerze hoch. Kerze hoch ist grün, Kerze runter ist rot. Klick. So. So. Und finde ich eine ganz interessante Konstellation, ehrlich gesagt. Auch aus rein technischen Gesichtspunkten. Wir werden da jetzt kein Trade absetzen oder dergleichen, aber ich will es einfach mal ganz kurz erwähnt haben. Ich kriege ab und an mich mal Fragen, auch so für unsere Verhältnisse, relativ exotische Währungspaare. Und missgebaut. Da kann man ja gar keine Linie erkennen. Moment. Müsste das nicht abgedruckt sein? Vordergrund sollte schwarz sein. Okay. Okay, na gut. Also, was ich interessant finde, ist Folgendes. Nämlich, wir haben hier eine potenzielle bullische Divergenz. Also das heißt erstmal, dass der Markt zwar tiefere Tiefs markiert,
Nichtsdestotrotz, diese hier im 14er RSI nicht mehr bestätigt werden. Und das ist ein erstes Indiz dafür, dass der Markt nach unten Momentum abbaut. Jetzt brauchst du aber unbedingt, nicht unbedingt, aber zumindest ein Trigger-Event, ein mögliches. Und dieses Trigger-Event, das findet sich morgen mit einem Datensatz zu den BIP-Zahlen aus Neuseeland. Da müssen wir mal ganz kurz hier ein bisschen klicken. Also 20. September. Moment, oh ne, Moment, Quatsch. 20. September. Morgen. Den 19. Weil heute ist ja schon Dienstag. So, noch umscrollen. Haben wir einen. September, September, September. Da. Da unten ist er. Das ist Neuseeland. Und dann sehen wir ein ganz interessanter Datensatz, nämlich mit 2,7% beim letzten Mal veröffentlicht worden, jetzt mit 2,5% erwartet. Und das Interessante ist, das wäre der schwächste Datensatz seit 2013. Ich gehe jetzt mal kurz auf eine Webseite, die heißt tradingeconomics.com. Wir gehen auf die Indikatoren hier und dann gehen wir nach Australia und da sehen wir Neuseeland. Und dort Growth Rate, Annual Growth Rate, 2,7%, das war der letzte Datensatz. Wie gesagt, wird morgen erwartet. Also wir sehen das Momentum, das Wirtschaftsmomentum in Neuseeland nimmt deutlich ab auf jeden Fall. Und das wäre, wenn wir 2,5% veröffentlicht werden, tatsächlich das schwächste Reading seit hier 2000, also vierte Quartal 2013 war es. Ja? Und das ist eine sehr, sehr interessante Konstellation, weil Folgendes nämlich ist, wir haben derzeit in Neuseeland eine Spekulation seitens der Marktteilnehmer, also man spricht auch von den sogenannten Swap-Märkten. Man hat da eine Spekulation aktuell, wonach wir in ungefähr also 30% Wahrscheinlichkeit sehen im Markt, dass es im Februar nächsten Jahres, also in den nächsten 6 Monaten dann, zu einer Zinssenkung kommt. Und das ist natürlich ganz interessant, weil der Markt hat offensichtlich schon eine relativ klare Formulierung dessen, was er erwartet für die nähere Zukunft. Und sollten jetzt diese Zahlen positiver ausfallen, also das heißt größer 2,5% year on year, sollten die besser ausfallen als erwartet, dann wäre es durchaus denkbar, dass sich diese Divergenz, die sich hier im Neuseeland-Dollar aufgebaut hat, dass diese sich auf der Oberseite auflöst, dass es hier zu einer relativ scharfen Gegenbewegung kommt und dass wir dann hier entsprechend, ja, irgendwie ist das gerade ein bisschen blöd, kurz einen Augenblick, muss man endlich schauen, Vordergrund, Hintergrund. Ich zeige Ihnen jetzt hier das Kreuz nicht an. Ich habe doch hier gerade eben gesagt, schwarz. Okay. Jetzt ist er da. Ja, also noch. So, also, das ist hier der Bereich um 67,30. Das ist ein Hoch aus dem aus der letzten Woche im August, beziehungsweise, ja, aus der letzten August. Woche. Und wie gesagt, mit diesem Datensatz, der jetzt veröffentlicht wird, könnte durchaus eine scharfe Gegenbewegung initiiert werden, weil dann die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung an Wahrscheinlichkeit eben verlieren würde. Und das wäre dann ein in dem Fall eben eine Überraschung. Der Markt würde in gewisser Form auf dem falschen Fuß erwischt. Also das ist für besonders eine Nachteulenhinderung, sag ich mal, weil dieser Datensatz morgen erst um 23 Uhr spät abends oder kurz vor 11 unserer Zeit veröffentlicht wird. Nichtsdestotrotz, wenn er eben nochmal so ein bisschen Spannung sucht oder beziehungsweise sich das mal gerne anschauen würde, da würde ich auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Das könnte durchaus noch sehr, sehr interessant sein. Oh, oh nein, 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 nein. Ich habe nur gesagt, dass man das machen könnte. Ich handle den Bund aktiv mit dem Open Range Breakout nicht. Also ich finde den Bund sehr interessant, genauso wie den Devisenmarkt auch, weil er durch seine unglaubliche Markttiefe eine sehr hohe sogenannte Trendstabilität hat. Das heißt also, es können sich sehr, sehr schöne Intraday-Trends auch etablieren. Nichtsdestotrotz handle ich den Bund aktiv nicht. Ja. Also nicht, dass das da zu Missverständnissen kommt, deswegen kann ich auch zu der Aggregation nichts sagen. Wenn, ich vermute mal, würde sie sich aber irgendwo im Bereich so um den
Ja, irgendwo im 5 bis 15 Minuten Chart eben bewegen. Und wahrscheinlich werden wir dann entsprechend wieder beim Fünfer irgendwo mit einem EMA zwischen 30 bis 60 unterwegs. Das müsste man mal schauen. Oder im 15 Minuten Chart irgendwo mit einem EMA zwischen 10 und 20. Sehr wahrscheinlich. Das wäre jetzt so eine Überlegung, so eine grobe Vermutung, was man aber natürlich entsprechend testen müsste. Genau. Achso, und an Elena, die mich jetzt hoffentlich vielleicht gerade noch hören kann. Du bekommst bestimmt ganz viele E-Mails dann in näherer Zukunft, nämlich von Interessenten bezüglich dieses Indikators. Ich kann übrigens ganz kurz mal, Moment, glaube auch vertrauensvoll Ihre E-Mail-Adresse in die Chatbox stellen. Elena @tickmill.com. So. Schreibt aber trotzdem, wenn ihr eine Mail schreibt, noch kurz, warum ihr diese Mail schreibt. So. Also das wäre vielleicht ganz gut für Sie zu wissen. Und ja, jetzt ist 11 Uhr. Damit sind wir mehr oder minder dann am Ende dieses Events hier angekommen. Natürlich sehr, sehr erfreulich mit dem Gewinntrade. Zusätzlich haben wir noch den DAX. Mal schauen, ob der Euro-Yen noch getriggert wird. Ja, das Setup steht auf jeden Fall, ausgehend hier von der Range. Wir sind jetzt nicht so sehr in die Details gegangen. Wir sehen auch übrigens jetzt hier bei Stop, wir sind jetzt wieder leicht oberhalb des EMAs. Ja, kann man hier auch erkennen. Infolgedessen wird aus der Sell Stop Order jetzt ein Buy Stop Order, weil eben, wie gesagt, das diese Vorteilsidentifikationslinie ist. Und ja, soweit sei es aus meiner Sicht gewesen. Ich wünsche euch auf jeden Fall somit Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Und dann. Ah, okay, natürlich. Elena schreibt mir gerade, der erste Antrag ist schon angegangen für den Indikator. Kriegst du natürlich sofort. Gleich im Anschluss an die Mail, an das Event, sobald es beendet ist. Ja, meinerseits, wie gesagt, soll es das gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können für euer Trading. Und bei Fragen, jederzeit gerne fragen. Ich wünsche euch Happy Trading. Passt auf die Stops auf und oh, das, was Werner gerade sagt, ist natürlich ein sehr schönes Feedback. Ja, vielen Dank dafür. Also es hat auf jeden Fall sie gefallen, das freut mich. Und ja, wie gesagt, das war es meinerseits. Also Happy Trading. Passt auf eure Stops auf und bis nächste Woche, Mittwoch, 19:45 zur FED-Zinsentscheidung. Dann am Abend mit unserem finalen Event im Zuge dieser Reihe. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ja, meinerseits ist es das gewesen. Habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.